So aufbauend auf unseren letzten vorhergehenden Selbstgespräch, das wir uns jetzt ausdenken, wollen wir uns einige Sachen noch mal etwas genauer anschauen. Wie üblich, ich erkläre es den Geist, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Ich steige jetzt gleich direkt ein, weil da viele Fragen sind. Zuerst einmal musst du dir glauben, in einer Selbstbeobachtung, wo liegt dein Interessensfeld. Es hat sehr, sehr viel zu tun mit deiner geistigen Reife. Es ist wie, wenn du dir jetzt normal ein Menschenleben, ein Säugetierleben ausdenkst in Bezug auf den Primaten Mensch, wirst du feststellen, dass du in diesen 3x3 Wachstumsstufen beziehungsweise 3x3x3 Wachstumsstufen, die ich immer erkläre, die man auch jetzt gar nicht wissen muss, es reichen die ersten drei. Das ist jetzt schlichtweg von der Zeugung bis zu dem Wechsel, bis zur Pubertät. Dann von der Pubertät bis zu den Wechseljahren, das ist wie die erste Dreierebene, sage ich immer, These, Antithese, Synthese. Die These ist praktisch vor der Pubertät. Die Antithese ist dann der Zeitraum bis zu den Wechseljahren. Und die Synthese, die 3, ist dann die dritte Lebenshälfte nach den Wechseljahren bis zu dem, wo du frei wirst. Und es gibt so eine schöne Erkenntnis, ein Satz, auch ein Buch, ein tolles Buch. Das heißt Raube unter Schmetterlinge, beziehungsweise Schmetterling unter Rauben, so rum. Und jetzt ist es also hier eine große Erkenntnis, wenn ich dich frage, willst du ewig eine Raube sein? Jeder normale Mensch, der sich versucht, zwanghaft am Leben zu erhalten, erhält nicht sich selbst am Leben, sondern er versucht, etwas am Leben zu erhalten, was gar nicht für die Ewigkeit erschaffen ist, nämlich seinen Säugetierkörper. Das ist diese kleine Erkenntnis vom Säugling bis zum Greis. Alles, was ich erkläre mit Holofeeling in den wesentlichen Aussagen, ist hundertprozentig sicher. Und ich sage jetzt extra in den wesentlichen Aussagen, da meine ich die Aussagen, die du auf der Stelle sofort überprüfen kannst, und das sind über 99% meiner Aussagen. Die anderen Aussagen kannst du auch überprüfen, aber bloß, wenn du die entsprechende Reife dazu hast. Das heißt also, dass du ein vollkommen neues Denken, ein vollkommen neues Denksystem in dir wachsen lassen musst, in dich hineinwachsen lassen musst. Das ist wie diese Verwandlung von einer Raube zu einem Schmetterling. Das heißt, ein Flachländer, der auf der Blattoberfläche läuft, kann sich plötzlich in die geistigen Höhen erheben. Und das passiert von alleine, da musst du nicht studieren, du kannst auch von außen kein Wissen in dich hineinschaufeln, weil was in dir auftaucht, kommt aus dir selbst. Das habe ich in den vorhergehenden Selbstgesprächen lang und breit erklärt. Was mir jetzt auch wichtig noch ist, ich betone immer wieder, beobachte dich ganz intensiv, wertfrei, wie du auf jegliche Art von Reizauslöser, jegliche Art von Information, die neu hier und jetzt in dir Gestalt annimmt, in dir auftaucht im wahrsten Sinne des Wortes, in dir träumenden Geist, wie du darauf reagierst und wie du das wertest. Und ich denke mir sehr, sehr viel dabei, wenn ich immer auch Sprechfehler oder wenn ich was umdrehe, wie gerade im Moment. Das ist alles mit Bedacht. Ich teste ständig, wie du darauf reagierst, weil ich dich beobachte, weil ich nämlich du bin. Das Spiel beginnt mit Ich bin du und du solltest dich bemühen, ich zu sein. Was bin ich? Ich bin der, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Und du denkst dir auch alle Menschen aus, die du dir ausdenkst. Das ist die große Erkenntnis, du bist Gott für die Welt, die du träumst. Du bist der Schöpfer für jeden Gedanken, den du denkst. Meistens aber reagierst du auf Reizauslöser, die du dir nicht raussuchen konntest, und dann baust du eine Form in dir auf und dann definierst du zuerst einmal, egal was in dir auftaucht, das meistens als gut oder schlecht, und das ist dir gar nicht bewusst. Wenn ich jetzt zum Beispiel so, ich drücke mich jetzt einmal normal aus, wenn ich so die ganzen Professoren und die Weisen deiner Welt absaue, dass das alles Dummköpfe sind und geistlose Schwätzer sind. Der Witz ist, das ist eine hundertprozentig sichere Aussage. Wenn du dich dann beleidigt fühlst, weil du dich noch selbst zu dieser Konsorten zählst, ist es deine Reaktion. Wenn du jetzt zum Beispiel als Brösel unter Brösel zu dem Menschen Udo Betscher irgendwas sagst, wird er dich bloß anlächeln und sagt, stimmt, ich bin du. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Und da haben wir in den Spiegelungen eine Eigenart, die habe ich schon mal angesprochen, das muss ich jetzt ganz kurz machen, dass wir ja drei verschiedene Art von Spiegel uns vorstellen können. Wir können uns den klassischen Standardspiegel vorstellen, was für dich jetzt der normale Badezimmerspiegel ist oder Schlafzimmerspiegel.
Der hat ja die Eigenart, dass er in der Horizontalachse rechts und links vertauscht. Dann können wir uns aufbauen, das erkläre ich jetzt nicht, ist alles den Kantenspiegel. Das ist eigentlich schon ein Eckspiegel, der hier das wieder richtig stellt. Das heißt, dass das Spiegelbild auf Bezug auf die Horizontalachse jetzt richtig ist. Das heißt, das, was auf deiner Seite rechts ist, wird dann auf der anderen Seite herumgedreht auch rechts sein. Und dann haben wir noch den eigentlichen, wirklichen Eckspiegel. Das sind diese drei Ecken, das Katzenauge nennen wir das auch. Dann ist das Bild, das Spiegelbild, spiegelverkehrt und auf dem Kopf stehen. Das brauchen wir für unsere Tetraederspiegelstruktur, für diese Kamera Obscura. Ich spreche zwar, die haben da so einen Riesenkomplex dahinter. Und ähnlich musst du in der Symbolik verstehen, dass es erst einmal zwei Spiegel gibt. Wenn ich zum Beispiel, du bist ich, dieses berühmte Zitat, wo ich sage, ich bin nur ein Spiegelbild deines eigenen Charakters. Dieses Ich meine ich jetzt den Udo Petscher, den du dir ausdenkst. Was hältst du von meinem Menschen so? Was hältst du von mir? Und egal, was du jetzt von dem Menschen Udo Petscher denkst, ich spiegle deinen Charakter. Das heißt, wenn du mich doll und voller Liebe empfindest, ich habe so ein schönes Zitat von einem jetzt ausgedacht, ich mache eine raumzeitliche Geschichte, der hier sich extrem angegriffen gefühlt hat, wie er das erste Mal Ich bin du gelesen hat. Das ist es typisch, was bittet er sich ein, dieser Größenwahnsinnig, der glaubt, der wüsste doch alles, bis er dann doch irgendwie innerlich neugierig war und sich näher damit beschäftigt hat und dann ist ihm bewusst worden, was für eine unendliche Liebe zwischen den Zahlen ist, selbst wenn dann so Wörter wie Arschloch und so fallen. Weil das eigentlich nur ein Effekt ist, um dich vielleicht wach zu machen, um dir zu zeigen, wie sehr du noch einseitig negativ reagierst. Genau. Das heißt, was siehst du in mir, dann siehst du letztendlich dich selbst, weil ich ja behaupte, dass ich du bin. Das heißt, solange du meinst, dass ich ein Schwätzer bin, dann bist du das. Ich sage bloß, es ist nur dein Spiegelbild. Es ist ein Akt zur Erziehung der Demut. Und die Reife, die du jetzt hast, und es ist sehr wichtig, wenn ich zum Beispiel sage, auch alle Ärzte, alle spinnen dieses, ich zitiere jetzt aus dem letzten Selbstgespräch, es sind zuerst einmal Figuren, die wir jetzt denken. Das muss ganz tief in dir installiert sein, dass du dir das nicht ständig bewusst machen musst, dann läuft nämlich noch die alte materialistische Logik. Das heißt, du musst das Bewusstsein in dir installiert haben, dass du nicht so niemanden, den du jetzt denkst, vorhast, dass er so ist, wie er denkt. Weil du dir das ja denkst. Genau. Egal, ob es um Politiker geht, ob es um positive Definitionen oder negative geht, du musst auch nicht irgendwelche große Menschen an von dir Jesus, an von dir ausgedachten Jesus zum Beispiel, wenn du ein Jesus-Fan bist, diese historische oder nicht historische Figur, es ist ja eh nur ein Gedanke, den du jetzt denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Den musst du nicht bewundern, weil du fängst wieder an, einen Gedanken, den du erschaffen hast, zu bewundern. Du meinst wieder, ein Gedanke, ein Geschöpf von dir könnte mächtiger oder bewunderungswerter sein wie du selbst, wie der Geist, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Dazu brauche ich keinen Intellekt, sondern ich muss das Bewusstsein in mir wachsen lassen. Und das Bewusstsein, wenn ich so das Wachsehen, ich muss wachsehen. Wachsehen heißt, ich muss wissen, ich träume jetzt. Das ist der Widerspruch. Immer wenn ich jetzt irgendeine Aussage mache, muss dir klar sein, dass es jetzt erst einmal schon die Aussage in einem kleinen Zeitfenster ein Satz wird, einen Moment ist, wo du dann irgendwie wieder total verwässerst. Das ist aber die Unreife, weil du noch nicht in der Lage bist, komplex in Chats zu denken. Ich habe so ganz simple Beispiele, ist, wenn ich zum Beispiel sage, kannst du in der deutschen Sprache lesen und schreiben und sprechen. Da sagst du ja. So, und jetzt schicke ich dir einen Chinesen und jetzt erklärst du, was in dem Ja alles drin ist. Da ist unheimlich Wissen drin. Und du sagst nur ja. Das ist das Chatdenken. Das heißt, du kannst erst Chatdenken, wenn du einen gewissen Bereich, auch einen Fachbereich, ob das Medizin ist, ob das Physik ist, das ja wieder unterteilt ist in unendlich viele Unterbereiche. Da bin ich so oft drauf eingegangen. Das ist diese Verzweigung in der Naturwissenschaft, dass das alles Fachidioten sind. Dass zum Beispiel Ärzte, ich wiederhole das immer wieder, die an deinem Gehirn rumschrauben. Jetzt denken wir uns natürlich an Trockennasenaffen mit einem Gehirn. Das fordert schon alles Grundvoraussetzungen, dass diese Ärzte, die am Gehirn rumschrauben, wird sich keiner hier Herz verpflanzen lassen. Also selber verpflanzen. Weil das Fachidioten sind. Und man hängt hier in einer Art und Weise, dass man nachplappert und es ist eine große Erkenntnis, dass du in einem nächsten Schritt deinen Glauben auch verwirklichen kannst, realisieren kannst, was definitiv heißt, du kannst aus reinen Gedanken, die ja Hirngespinste sind, auch sinnlich wahrgenommene Informationen machen.
Was immer ganz schön ist, jetzt zum Beispiel beim Kirchhoff gibt es hier diesbezüglich einen schönen Vortrag. Und ich sage immer wieder, der ist ein Musterbeispiel für ein alter, hochstudierter Professor, extrem belesen. Aber er ist bis in jetzt ausgedacht, wir gehen einmal davon aus, er läuft da außen noch rum, er ist ein neugieriges Kind geblieben. Das ist diese Art, wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder. Das heißt, die Sehnsucht nach was Neues, selbst was erforschen zu können. Und da wirst du feststellen, dass dich das große Geschwader der Naturwissenschaft der letzten 200 Jahre, die wir uns ausdenken, nur in die Irre geführt hat. Und man spielt dieses Spiel mit. Jetzt kommt natürlich, dass wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Das heißt, wenn du dich in einen Fehler total reinsteigerst, er realisiert sich auch, dann hast du auch deine vollen Krankenhäuser. Aber nur du. Und du kannst jetzt losmarschieren und dann wirst du Hühnerfarmen sehen, wo Tiere gequält werden, wo zusammengepfercht sind, all das ganze Zeug. Aber du wirst dir eingestehen, wenn du das jetzt materialisierst, dass das bis dato nur Sachen, die du vom Hörensagen kennst, sind. Und der tiefe Glaube, dass das da außen ist, und ich sage jetzt, hast du es jemals mit eigenen Augen gesehen, kannst du es beschwören? Und du sagst jetzt nein, aber ich werde dir beweisen, wir setzen uns jetzt ins Auto und wir fahren dahin und dann wird es auch auf deiner VR-Brille auftauchen, weil ein ganz simpler Trick, alles, was du glaubst, jetzt rein auf Wissen, das du vom Hörensagen kennst, dass das da außen auch so ist, kannst du natürlich auch wieder zwei Seiten in den meisten Fällen auch realisieren. Aber das ist nicht besonders geistreich. Das ist eigentlich die größte Dummheit überhaupt. Ich werde dir beweisen und ich zeige dir. Und es bezieht sich aber dann immer noch nur auf Sachen, die man auch evident empirisch überprüfen kann. Aber was viel, viel spannender ist, wenn man in das Geheimnis der Worte geht, dass ich mich für den Matrix-Code interessiere. Da muss ich zuerst einmal akzeptieren, einfach ich träume jetzt. Mit allem, was dazugehört. Das heißt, dass jegliche Art von Existenz gleichgültig, ob es eine sinnlich wahrgenommene Existenz ist oder ob ich es nur denke, ist hier und jetzt meine Information und ich bin der Einzige, der diese Informationen zieht. Es ist meine Traumwelt. Und egal, was ich jetzt denke, wo ich mir das räumlich oder zeitlich hindenke, ist es hier und jetzt meine Information. Wenn das in dir installiert ist, das heißt, so wie du momentan glaubst, wenn du was siehst, dass das da außen ist, wenn du was denkst, in die Vergangenheit denkst, ich sage immer, schau in dich rein und mach dir zuerst einmal bewusst, was du noch glaubst. Ja. Und ich betone immer wieder, du wirst es immer und immer wieder vergessen. Und dann können wir uns jetzt einige, zum Beispiel Kirchhoff-Vorträge anhören, die teilweise schon über 20 Jahre alt sind, wo er ganz interessante Fragen gestellt hat und du wirst merken, es dreht sich hier zuerst einmal meine Erkenntnis in der Naturwissenschaft, was ich immer logische Konstrukte nenne. Mhm. Alles, was Makrokosmos-Aussagen, Mikrokosmos-Aussagen und Vergangenheit sind, die du nicht selber erlebt oder erschaffen hast, bewusst, sind komplett austauschbar. Ja. Das heißt, was man dir erzählt, du bist der Computer, die erste Logik, die du kriegst, ist dann für dich richtig. Ja. So, und jetzt schauen wir ganz kurz mal, dass wir das als Vorwort sonst ufern mal wieder viel zu lang aus. Ich übertrage jetzt mal den Bildschirm. Und da gehe ich jetzt hier in Kleinigkeiten rein, ob du dich für Sprache interessierst. Ich habe angesprochen im letzten Selbstgespräch, glaub es mir, wenn du einmal anfängst, da Blut zu lecken, das ist spannender wie jeder Krimi und jede Staffel in irgendeiner Netflix-Staffel, ob das Science Fiction ist oder Mittelalter. Das ist noch die Ebene der Märchengeschichten. Ich sage immer wieder, Geschichtsbücher sind wie, es sind einfach nur Bücher, ob das Romane sind, es sind Worte, wo Geschichten aufgebaut werden und die Geschichtsbücher sind nichts anderes. Und auch die Geschichte, die du dir denkst. Ich habe mehrere Male darauf hingewiesen, dass wenn ein Griech, den wir uns jetzt ausdenken in irgendeiner Geschichte, in der wirklichen Geschichte oder in Märchengeschichten, merkst du, wer definiert, was das eine oder was das andere ist. Du kennst das eine und das andere nur aus Büchern. Dass immer der Kriegsgewinner definiert, wer der Gute ist, wer der Schlechte ist, natürlich der Verlierer ist der Schlechte und dann wird die Vergangenheit so hingebogen, dass man gut dasteht. Und das Dilemma, das wir jetzt haben in den heutigen Selbstgespräch, da gehe ich jetzt vorab zuerst mit rein. Habe ich das dein schon umgeschaltet, Redo? Nein, nein. Ah doch, hast du. Also ich bin, doch, doch. Gehen wir da mal ganz kurz, warte mal, wir schauen da ganz kurz rein. Ja. Schauen wir, ob der Ton mit da ist. Energie ist Audui, ja. Ist der Energie, ist Audui, bist du selbst. Ja. Der Ton ist mit da. Ja. Das ist jetzt genau diese Stelle, wo ich hier
Das lasse ich ja mal noch stehen mit der zweiten Person. Ich wollte eigentlich das heutige Update, das ist jetzt hier schon, wenn vorbereitet, dieses Update heißt, wollt ihr den totalen Krieg im Adam? Und jetzt ist natürlich hier, wenn das einer sieht und der die Grundlagen von Holofilling nicht hat, und es ist nicht irgendeins von vielen Systemen, das ist ein allumfassendes System, wo ich sage, dass jeder 13-Jährige, der neugierig ist, kann das verstehen. Man kann sich das sehr, sehr schnell aneignen. Da ist jetzt als allererstes ist jetzt hier so eine Sache. Es gibt natürlich viele hebräische Wörter für Griech. Und wenn wir hier diesen Griech nehmen, na, was habe ich jetzt da? Ich springe da mal ganz kurz rein. Da haben wir jetzt die Möglichkeit, das ist jetzt das klassische Wort für Griech. Und eins von vielen, wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf den Griech, den kann ich auch öffnen, als deutsches Wort suchen und dann wirst du feststellen, dass da noch mehrere Wörter gibt, ein sich ausbreiten, ein Ausweiten des Grieches, sich selbst überlassen. Das sind die klassischen Übersetzungen. Dann haben wir hier, ganz interessant, da steckt das Zepter des Udo mit drin, Zeba. Der Herr Zebaoth, das sind die ersten drei Buchstaben, wenn es immer heißt, Jahwe Zebaoth. Das heißt, der Herr Zebaoth, eine ganz interessante Figur, ein Charakter in unserer Bibel, im Hebräischen. Dennach, und du wirst feststellen, das heißt eigentlich der Herr der Testudo-Zeiten. Sich schauen, versammeln. Und dann haben wir hier auch den Kampf, ist eine Unterform von Griech, eine Vielheit machen. Und wenn man sich da die Zeit nicht nimmt, sich wirklich auseinanderzusetzen, dann haben wir den Streit eigentlich noch, das RIB, das hat was mit RB, mit der Vielheit zu tun. Und das klassische Wort für Griech, also die einseitige Auslegung von Griech, das schreibt sich ja so. Und ich habe jetzt das absichtlich, ich will darauf hinweisen, das heißt eigentlich, das da mal hier in Ihrem Brot. Wieso? Weil die Vorsilbe Mem im Hebräischen als Präfix heißt zum Beispiel von und das Lechem. Da kommt das Bethlehem, Beth, das Haus des Brotes, Bethlehem, wo der Jesus geboren ist in dieser Märchengeschichte, das heißt Brot. Und jetzt ist es natürlich ganz interessant, darum kann man dann auch eindeutig hier lesen von ihrem Brot, weil das He hinten ist dann Besitzer und Zeichen des Fürwort ihr. Ich will jetzt keine hebräische Grammatik machen. Was mir wichtig ist, dass dieses Brot, wenn ich das jetzt wieder hebräisiere, heißt es ja in einer Hülle stecken. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entschuldigung, das Rot ist der Adam, B-Rot, und der klassische Adam ist das Rote. Das Rotsein, das Hebräische, das wird dann Odom ausgesprochen, der Erdboden, das ist auch der Mensch nach Gottes Ebenbild. Und da kann man jetzt schauen, der Adam, ich bin rot, darum sage ich immer, das Rot ist etwas, was eigentlich nicht existiert, weil das ein Geistwesen ist. Genau. So. Moment, den Griech wollte ich uns noch mal ganz kurz anschauen. Wo war man? Da hinten muss ich hin. Da in den Griech. Und das ist also hier mal das Wort Griech. Und wenn man das jetzt schaut, dann heißt es zum Beispiel ML, die ersten zwei Buchstaben. Ich klicke mal hier gerne rein und kann mal reinspringen. Das ist zum Beispiel ML, der erste Trick, einfach das Rot-Blau lesen. Blau, M und L, unsere Buchstaben, ist gestaltgewordenes Licht. Und rot gelesen ist es Meerlicht. Das ist praktisch das Symbol für den Geist. Und jetzt wird das Ganze beschnitten. Da gibt es eine Milah, das ist in der jüdischen Tradition, ist es die Beschneidung der Vorhaut. Aber was viel wichtiger ist, im letzten Selbstgespräch spreche ich den Buchstaben Gimel oder Gamma an. Genau. Und das Gimel, da fällt das G, das M ist die Gestaltwerdung und L ist das Licht. In den Physikbüchern wäre das praktisch das M, die Masse, und das C hoch Quadrat. 4 beziehungsweise C Quadrat in der halb ausgelassenen Formel, das ist Masse und Licht. Der Geist vorne fällt noch. Und jetzt ist es ganz, ganz interessant, dass dieses Erbeschnitt in ein Oberhalb und in ein Unterhalb, darum heißt es auch dann das Gegenüber, das ist gegenüberliegend und beschnitten. Das ist, wenn ich die Finger mal so aufspanne. Genau. Das ist eine ganz simple Logik, wenn man das einmal verstanden hat. Und es wird aber einer gewissen Menge, setzt sich das, wird dich das überfluten. Ich müsste jetzt immer im Raum zeigen, habe ich jetzt Geistesfunk, ich denke mir jetzt Brösel aus, die natürlich diese Gedanken, wenn das nicht verstehen, aber die in ihrer Traumwelt am Anfang da auch genauso Fragezeichen auf den Augen hatten, wie du die jetzt vielleicht hast, aufgrund einer noch sehr unreifen Logik, die du zum Denken benutzt. Und wenn du Holofeeling mehr studierst, kriegst du ein Heureken nach dem anderen und alles, was plötzlich in dir auftaucht, macht dann Sinn und es setzt sich wie von selbst zusammen.
zu einer vollkommen neuen Erkenntnis, das ist dieses Chat-Denken. Aber da will ich mich nicht so arg verlieren. Ich habe hier nur den Link damit hingestellt, dass du dort das einmal abrasterst, diese Einzelteile abrasterst. Nimm dir die Zeit, du hast ewig Zeit. Dir läuft nichts davor. Und wenn du sagst, ich habe Wichtigeres zu tun, dann ist in deiner Logik noch etwas, was meint, was wichtiger ist wie das. Das stimmt aber nicht. Es ist nichts Wichtiges wie die Suche nach sich selbst. Das ist nämlich der Weg in die Freiheit. Wer nicht stirbt, bevor er stirbt, verdirbt. Wollt ihr Geistesfunk im ewigen roten Bett? Ich habe das so eigenartig geschrieben, weil dieses Pi-Zeichen ist ja wie das Doppel-T. Ich meine damit einfach ein Bett, und es gibt im Hebräischen natürlich verschiedene Wörter für Bett. Da kann man natürlich jetzt dasselbe Spiel machen, wenn wir jetzt, ich nehme mal den hier, den hatte ich doch gerade schon. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel, ich habe das jetzt hier umgeschaltet, wenn ich jetzt hier das Bett eingib, und dann suche ich einmal einfach alle hebräischen Wörter, die unter anderem auch Bett heißen. Jetzt hast du gespiegelt. Verkehr drauf, da geht's auch. So, da haben wir zum Beispiel hier Bett, Stab, Stamm, Stecken, Lager. Das macht, wie gesagt, für einen Laien kein, wieso sind diese verschiedenen Übersetzungen, da können dir ja die Fachleute nicht sagen. Das immer weise ich darauf hin, das ist eine jüdische Akademie für Bibelforschung, für Tenachforschung. Die übersetzen diese kleine Radix, je nachdem, wo sie in was für einem Kontext das steht, kann das das alles heißen. Das ist übrigens auch grammatikalisch bis in die Tiefe und auch arithmetisch erklärbar, wenn man Holofeeling verstanden hat. Dann haben wir hier nochmal ein Bett. Das ist jetzt für mich das Parteiprogramm, da kommen wir noch dazu. Und dann haben wir nochmal ein Bett, Mosche. Das heißt auch aus dem Wasser ziehen. Ein Lamm. Und dann haben wir nochmal ein Bett, ein Kinderbett, ein Ruhelager. Und ich springe jetzt mal in das Update rein, und da habe ich zuerst einmal, wollt ihr Geistesfunk ewig im roten Beet? Das ist das Rote. Das ist der Geist selber. Das heißt, im E-Quadrat, das Zentrum, ich betone immer wieder die Energie in der Einstein-Formel, diese reine Energie, die jegliche Form von Materie und Form annehmen kann, ohne sich dabei selber zu verändern. Das kann ich auch lassen im Zentrum von E-Quadrat. Ich könnte sagen, das ist jetzt JCH, der Formbücherregal, und das ist ICH, der zum Lesen anfängt. Das ist beides die beiden roten Ich in unserem System. Die beiden roten Ich sind ein Geist. Kann man sich ganz leicht merken, indem ich sage, wenn ich vor dem Bücherregal stehe und ich habe nur Informationen, wenn ich zum Lesen anfange, das ist natürlich eine sehr abstrakte Metapher, und ich nehme jetzt ein Buch aus dem Bücherregal und schlage das auf und fange zum Lesen an, dann kriege ich Informationen. Der jetzt, der diese Informationen in sich aufwirft, in Verbindung mit dem blauen Ich, das ist der Mensch, das Programm, das Leben, das du zurzeit durchlebst, das deinen jetzigen Traum erzeugt, ist exakt derselbe Geist, dasselbe Ich, wie der, der vor dem Bücherregal steht, bevor er zum Lesen anfängt. Ja. Drum sind die eins. Das ist diese Energie, und die Vorsilbe B heißt ja dann in diesen, das Zentrum dazwischen ist genau der Punkt, wo jetzt, das ist UP selbst. Aus dem praktisch die zwei roten Ichs entspringen, und die eine rote Ich, das bist jetzt du als Geistesfunk, bist in Verbindung mit dem Menschen, der du zu sein glaubst, mit diesem Intellekt, fängst du an hier. Es ist ein Programm, eine Welt in deinem Kopfkino aufzubauen. Das ist die Matrix. Das ist eine extreme Vereinfachung. Und jetzt ist es ja so, dass ich hier sage, da haben wir das rote Bett. Und dieses rote Bett, ich mache das nochmal größer, dass du das besser siehst. Und dieses rote Bett, darum mache ich das rot, hat den Totalwert 345. Man kann die einer, zehner, hunderter Ebenen kannst du ignorieren. Das ist immer dieselbe Qualität. Das wird auch in anderen Schriften erklärt. Aber die 300 ist der Logos und die 45 ist der Adam. Das ist praktisch das rote Bett, ist der Logos des Adam. Und das ist aber das hebräische Wort für Mose. Mosche ausgesprochen. Das heißt auch aus dem Wasser ziehen und von einem Lamm her, weil dies als Sinn he gesprochen, M als Vorsilbe, heißt vom Lamm. Und das ist natürlich sehr interessant, wenn du das jetzt merkst. Ein La ist jetzt ein Lichtschöpfer mit plus minus zwei Gestaltwertungen mit seinen Gedankenwillen. Ja. Die Tora wurde ja angeblich von Mose geschrieben. In Wirklichkeit bedeutet Mose aber vom Schlamm XB, das heißt abstammen. Das ist, ich sage, ich bin Mose, nicht nur Mose oder Jesus, ich bin all die Menschen, die ich mir ausdenke. Es sind Unterformen von mir, wahrlich
habe ich als Jesus gesagt, ehe Abraham war, war ich. Als Udo Petscher sage ich, ehe ein Jesus war, bin ich. Weil es gibt keinen Jesus, wenn ich keinen ausdenke in meiner Traumwelt. Und ich behaupte jetzt, dass ich eine Figur in deinem Traum bin. Du kannst sagen, ehe ein Udo Petscher da ist, ein Ausgedachter bin ich. Als bewusst denkender Geist stehst du hierarchisch vor allem, was du dir ausdenkst. Und jetzt ist wichtig im Griechischen dieses Hieroglyphen, Hieros, Hierarchie, heißt göttlich. Das H im Hebräischen, im Griechischen, Entschuldigung, gibt es nicht. Da steht nur hier. Bin ich auch schon reichlich darauf eingegangen. Wichtig ist jetzt hier, dass dieses rückwärts gelesen, wenn wir das spiegeln, wird aus dem Mose Hashem. Ich liebe die Spiegelungen. Du wirst gleich merken, wie tief das geht. Hashem ist die jüdische Bezeichnung. Das Shem ist der Name. H ist immer nur der Artikel, heißt der Name. Juden sprechen ja den Namen Gott, der Jahwe, dürfen wir ja nicht aussagen. Denk an Life of Brian, er hat Jahwe, er hat Jehova gesagt, steinigt ihn. Da sagt man bloß der Name, der geheimnisvolle Name, dieses Hashem ist Moshe gespiegelt. Und es ist der Name des Lamms. Erinnere dich, ich bin, der ich bin. Übrigens in Zahlen gelesen jetzt, wenn wir uns das anschauen, ist es schlichtweg und einfach diese 3, 4, 5, 5, 4, 3. Ist auch eine Spiegelung. Der Name, der hier verborgen offenbart wird, ist von Jesus. Das ist nämlich 3, 4, 5, 5, 4, 3 ist 8, 8, 8 und das ist unser griechischer Jesus. Ich kann immer nur darauf hinweisen, hier gibt es keine Zufälle. Da müsste man jetzt wieder extrem viel erzählen, wenn ich immer sage, jedes Wort ist ein 400-Zeilen-Buch. Was jetzt mir wichtig ist, ist aber auch das Pi. Dieses Pi im Einheitskreis ist nämlich 2 Pi. Wollt ihr Geistesfunk ewig im roten Bett in diesem Jesusbewusstsein erleben, euch ewig in unendlich vielen Formen oder in einem blauen, vergänglichen Bett schlafen? Da ist es natürlich ganz interessant, das O ist das Kreisen der Gedankenwellen und die R heißt ja auf Hebräisch Generation. Wenn immer in der Bibel von Generationen, Sohn vom Sohn vom Sohn gesprochen wird, da geht es um die Sender, das wiederholt sich ja immer derselbe Geist bei jedem neuen Buch, wo du liest. Und das nennt sich einfach blau gelesen, dieses Kreisen ist eine geöffnete Berechnung und dieses BE, wir springen mal, da gibt es natürlich dann viele Möglichkeiten, ist schlichtweg, wenn ich das als polare Augenblicke setze, landest du hier in den polaren Augenblicken und wir können das B natürlich auch hier mit einem Elef schreiben und dann kriegst du hier das hebräische Wort für kommen. Aber kommen, Co, zusammengeschmissene 2 mm, ergeben ja eine Existenz. Eine Welle ist ein Plus-M und ein Minus-M, ein Wellenberg und ein Wellental. Ja. Und du schaust immer nur eine Seite an. Das ist einmal hier eine Erkenntnis. Dann haben wir das vergängliche Bett und jetzt habe ich hier das Bett in Blau. Und interessant, das ist auch das hebräische Wort für ein Parteiprogramm. Und da haben wir jetzt auch, das heißt zusätzlich, ich will jetzt, das kann man genau erklären, was da drin steht, wenn wir die Einzelteile uns genauer anschauen. Das heißt aber auch, hier zum einen durch die Mitte gehen, in der Mitte dann und in die Mitte tun. Ich habe jetzt das hier als violett geschrieben, durch die Mitte gehen, weil das von Plus, wenn ich von oben über den Mittelpunkt nach unten fahre, gehe ich ja durch die Mitte hindurch, wenn ich kreise. Denk dir mal einen Einheitskreis, schau kurz das kleine Bild an. Wir beginnen ja normalerweise, sage ich, bei 3 Uhr, wenn wir einen Sinus konstruieren, wenn wir den aus dem Einheitskreis heraus konstruieren. Und dann gehst du ja nach oben, nach links oben, zu 12 Uhr und bei 9 Uhr gehst du dann wieder durch die Mitte in den Minusbereich, um bei 3 Uhr wieder in die Mitte zu landen. Und dann wird es in der Mitte zwischen Plus und Minus geteilt, zwischen oben und unten. Und man kann etwas auch in die Mitte hinein tun, aber das ist dann das absolute Zentrum, der Mittelpunkt. Das hat auch was mit dem Bett zu tun. Okay, dann habe ich hier nochmal ein zweites Wort für Bett. Das ist auch das Kinderbett und die Wiege, ein Ruhelager, ein Kindsbett. Und das wird hier so schön schon im Kleinen erklärt, wenn ich immer sage, hier Arschlöcher. Die Arschlöcher sind noch Kinder, kleine Kinder sind kleine Arschlöcher, weil die sich noch vollkommen vollkacken mit ihren eigenen Exkrementen. Das heißt, in einer Wiege liegen, da ist das Wort Lei. Und dieses Wort Lei ist sehr interessant, wenn man ins Engelische, ich sage immer bei Englisch, das Engelischen, in die schlafende Engelwelten reingehen,
Als kleinstes Fung bist du ein kleiner Engel und du hast es vergessen. Und du liegst in einer Wiege. Die Wiege ist zum Beispiel hell, dunkel, einatmen, ausatmen, gesund, krank. Das ist, solange du chronologisch steckst, dieses zwanghafte chronologische Denken, das dir nicht jeden Moment bewusst ist, dass das, was jetzt Information ist, hier und jetzt Information ist, egal wo du dir das räumlich oder zeitlich hinlenkst, der Udo, den du dir jetzt ausdenkst, ist ein Gedanke in deinem Kopf, den kannst du dir jetzt irgendwo da außen hindenken. Dann wird es für dich so sein, wenn du das glaubst, der ist aber trotzdem bloß eine Information. Selbst jetzt das Pixelmännchen auf dem Monitor, dieses kleine, der Monitor selber, der in einer gewissen Entfernung vor dir zu stehen scheint. Ich fange nicht nochmal an, was die Vorsilbe End bedeutet. Er ist deine sinnlich wahrgenommene Information. Und jetzt ist es, dass du, wenn du in einem Kinderbett liegst, das ist dieses Kindsbett, die Ruhelage, dann lügst du dich noch selber an. Du lügst, du meinst, es ist vorher, nachher. Darum, wir springen mal ganz kurz, du kannst dir das in Ruhe durchlesen. Es ist, jeder dieser Sätze ist extrem tief und einfach. Du kleine geistige Schlafmützel, darfst auch gerne, GR heißt übrigens, diese Gehirnberechnung heißt ein Reisender, der in der Fremde übernachtet auf Hebräisch, unter anderem. Du bist dieser Reisende, der als Avatar durch seine eigene Traumwelt wandert, die letzten Endes nur aus hier und jetzt ständig wechselnde Bilder, das ist übrigens NE. Schauen wir uns das an. Das ist SGR, ein Fremder. Du erscheinst dir selbst fremd, indem du dich verwechselst mit dem, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst und du sagst, das bin ich. Hast du ja letztendlich vergessen, dass du derjenige bist, der sich den ausdenkt, den Brösel. Genau. Und jetzt bist du auch hier in einem gewissen Maß ein Fremder, der sich in einem anderen Land, in einer Gemeinschaft aufhält. Du sagst jetzt, ich bin Deutscher, ich bin Türke, ich bin Italiener. Das ist doch alles nur Gedanken, die du denkst in deinem Kopf. Das ist übrigens hundertprozentig sicher. Darum heißt es, ein Fremder, ein Reisender, der an einem anderen Ort in einer Traumwelt ist. Und jetzt haben wir hier noch das NE. Und jetzt setze ich einmal das NE so und du hast jetzt ein Bewegtbild. So, und jetzt schau, was ich da hinschreibe. Du kleine geistige Schlafmütze darfst gerne. Du bist dieser Reisende und jetzt Rei ist ja der Spiegel. Der Spiegel ist wie ein Monitor, der ständig seinen Inhalt verändert, weil du dir was anderes denkst. Und das sind deine Bewegtbilder, die bewegen sich aber nicht von A nach B, sondern die kommen und tauchen auf in der Transversalen und verschwinden. Das ist dieses Spiel. Ja. Das steckt alles in diesen Worten drin. Ja. Darfst auch gerne weiterhin diese fehlerhafte raumzeitliche Weltbild, nochmal IED heißt ein polarer Rand im Kind, vor dich selbst hinträumen und auch weiterhin dir Fragezeichen, die Affen selbst etwas vormachen. Und dich selbst und die anderen Menschen belügen. Ob du Arzt bist oder Politiker oder ein ganz normaler Mensch, wenn du deine geistlos nachgeäfften Weisheiten als wirklich bewiesene Fakten von dir gibst. Es ist nichts bewiesen, was dir logisch erscheint. Ich wurde von meiner Mutter geboren. Das kann ich dir in tausendfältiger Art und Weise zerlegen, was in vielen Selbstgesprächen drauf ist. Zuerst klären, was verstehst du unter dem Begriff Ich? Wenn du bei Ich an den jetzigen Körper denkst, der wird mit Sicherheit nicht in der Vergangenheit aus einem Weibchen rausgepresst. Ach, der Säugling, an den du jetzt denkst, dieser Gedanke kommt auch nicht aus der Frau, sondern aus dir. Selbst dieser Vorgang der Geburt und diese Frau kommen aus dir, hier und jetzt, und du denkst dir das in die Vergangenheit. Das kannst du hundertprozentig sicher von Gedanke zu Gedanke überprüfen. Du musst dir nur bewusst machen, was jetzt da ist. Da diskutiere ich nicht mit offenbar eigener Definition. Okay, du kannst dich weiterhin belügen, dich und andere, du bleibst im Leib, ist eine raumzeitige Erscheinung, dann halt weiterhin ein unbewusstes Arschloch. Und dieses A-Arschin, A, das kann ich als Ayin, A-Arschin, dann bist du weiterhin in diesem Kindbett ein kleiner geistiger Hosenscheißer. Jetzt klicke ich einmal ganz, ganz kurz dieses Lie im Englischen an und da müsste man sich die Mühe machen, da haben wir schon das Lie kommt von liegen. Und da kommt auch das Wort du Lie, Lügen her. Solange du in der Kindslage, solange du ein kleingeistiger Hosenscheißer bist. Und da kannst du durchaus vielleicht ein 70-jähriger Professor mit 3 Doktortiteln sein. Ja. Alles, was du von dir sabberst, rezitierst du
einfach eins zu eins. Eine Ausnahme zum Beispiel ist jetzt der Kirchhoff als alter Professor, der ist in keinster Weise rechthaberisch. Der ist so demütig, wenn du das anhörst. Der ist extrem belesen und macht sich eigene Gedanken über das ganze Zeug. Und dann landest du irgendwann einmal, dass die ganze Naturwissenschaft, dass das alles Lügen sind. Ja. Weil du selber zum Denken anfängst und nur noch wirklich hundertprozentig sichere Fakten akzeptierst. Und ein Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Das ist das, was ich denke. Dann ist ein Herumliegen, eine in der Zukunft, das sind nicht so Unterformen, aber interessant ist, du musst dir wirklich einmal die Mühe machen, immer wieder die Zeit siehst, du kannst es aufglauben, dann bringen wir jetzt ein Verbergen. Da wird es nämlich schon drin mit dem Berg, immer weg den Geist. Unser Haar, BR heißt das Äußere, ist gone. Das ist der Garten, die geistigen Orte liegen im Äußeren. Jetzt können wir aus dem einen Wort wieder 400 Seiten Buch machen, wo wir es uns genauer anschauen. Und ich sage immer wieder, du musst es nicht wissen, wie es im Detail ist. Es reicht, wenn du weißt, dass es so ist. Dass deine momentane, extrem einseitige Auslegung noch viele andere Möglichkeiten beinhaltet. Schau, und dann haben wir noch Substantive, gibt es nämlich auch das Lie. Das heißt ja nicht nur hier Lügen und Liegen, irgendwo liegen, sondern das ist in dem Moment, wo ich das isoliert betrachte, heißt das Wort als Substantiv ja auch noch die Lüge. Und jetzt kommst du in diese Kindslage, in ein Geflunker. Denke mal, ein Flunkern, ein Geflunker, das ist die Radix NR oder NWAF R im Hebräischen. Ja. Dieses flackernde Licht. Das sind die flackern, die ständig wechselnden Bilder, nicht mehr im klassischen Projektionskino. Ja. Die Unwahrheit, die Lüge, die Schinnwindelei, schau. Shin, ein Logis, Shin, die Logik, der Sinn steht für die Logik und der Wind ist unser Ruach. Ja. Immer dran denken, diese Radix IND ist auch im Kind. Mhm. Der Wind, das himmlische Kind. Mhm. Jetzt können wir wieder reinspringen in den Johannesevangelium. Meister, wann komme ich ins Himmelreich? Wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder. Ja. Das heißt, erst einmal dir bewusst machen, ich bin noch ein kleingeistiger Hosenscheißer. Ich liege noch in diesen hell, dunkel, gesund, krank. Ich strebe noch Einseitigkeiten an. Schau, da ist ein Ding. Wie genau schaust du dir sowas an? Ja. Weil du andere Interessen hast, ich habe was Besseres zu tun, dann ist es rein, wenn einer lieber mit einer Sandschaufel auf einem Kinderspielplatz spielt. Und wie gesagt, nochmal, du kannst der Professor oder Arzt sein, ein Chefarzt sein an einem Großklinikum und bist von meiner Warte ausgesehen, ein vollkommener kleingeistiger Hosenscheißer, weil dich bloß weltliche Sachen und Sinnlosigkeiten interessieren, zum Beispiel sterbliche Säugetiere am Leben zu halten. Du gehörst zu den dummen Rauben, die bestrebt sind, möglichst lange Raube zu sein, weil sie in einem gewissen Maß in keinster Weise irgendwas wissen von ihrem Schmeckerling da sein. Du kannst nämlich nicht von unten nach oben sehen. Und ich fange jetzt nicht wieder an, das Beispiel mit meiner kleinen Esther. Du musst die Demut haben, dass eine Weiterentwicklung in höhere Bereiche nur möglich ist, wenn du zuerst einmal von dir definierte Unmöglichkeiten zulässt. Die letzten zwei Selbstgespräche sind sofort hundertprozentig sicher, jeder Satz nachvollziehbar. Aber die sind auf einer anderen Ebene bereits. Das entscheidet, ob du das jetzt akzeptierst, ob du diese Gedanken hier mitgehst und du musst dir nichts merken. Ich betone das immer und immer wieder, du musst dir nichts merken. Versuch das, was ich jetzt erklärt habe, im Moment, wo ich es erkläre, zu verstehen und dann lass es in dich reinfallen und ich werde dann dafür sorgen, dass plötzlich solche Sachen in dir auftauchen, aus dir auftauchen und es ist dann dein eigenes Wissen. Ein ganz eigenartiges Gefühl, wenn du begreifst, was ich denke, ist mein Wissen, es kommt aus mir. Jedes Buch, das du in die Hand nimmst, ist Wissen, das in dir drin ist. Ich nenne das, ich kann Dateien freischalten. Es ist dieses Beispiel 1999, Matrix, die Trinity auf dem Dach. Kannst du Hubschrauber fliegen? Nein, noch nicht, aber kleinen Moment, ich lade mir das Programm. Mhm. Es ist in dir drin, du hast einen direkten Anschluss. Das ist genau das, was ich als Udo mache, wenn ich sage, wenn du jetzt ein Wissenschaftler bist, egal in welchem Fachbereich, komm zu mir und es sind eine Unmenge Professoren schon bei mir gewesen und nicht ein einziger, der danach gesagt hat, in meinem Fachgebiet, ich zeige die Leute Professoren mit drei Doktortiteln, die sagen, ich habe 50 Jahre nur studiert und gelernt, ich komme mit denen zusammen und ich merke selbst in meinen Fachgebieten, der zieht es aus sich heraus, als wenn er die ganzen Bücher in seinen Kopf hätte. Ja. Und du könntest es auch. Das ist die nächste, aber du wirst es nie können, wenn du das benutzt, um dich groß zu machen oder damit Geld zu verdienen.
Das ist die andere Seite von dem Brüssel-Udo, den du dir ausdenkst. Ich wohne ganz unscheinbar in einem Plattenbau. Ich habe nicht einmal ein Handy. Ich habe weder ein Smartphone noch habe ich ein Auto. Brauche ich das, wenn ich ich bin? Ich habe ganz andere Bestreben. Und ich lege auch überhaupt keinen Wert darauf, dass ich irgendwie berühmt bin. Ich war auch nie mich irgendwie für eine Organisation einsetzen oder dafür arbeiten. Ich habe nicht einmal Internetseiten, die sind nicht von mir. Das ist allgemein. Ich habe noch nie zu jemandem gesagt, als Udo, die sollen eine Internetseite machen. Die haben das oft schon raumzeitlich Jahrzehnte vorher gemacht, wie Redo oder Heigo. Da kann die den Udo gar nicht. Ich habe da so meine Möglichkeiten. Jetzt weiter. Jetzt werden wir Geist uns bewusst ein paar Antagonisten ausdenken, ein paar dumme, machgeile Schwätzer. Und das sind jetzt ganz klassische, die hörst du dir einfach an. Das ist eine Bundestagsrede, ganz aktuell von unserer Außenministerin. Dann haben wir nochmal eine Rede von unserem Bundeskanzler aktuell. Und dann haben wir eine Mahne in der Wüste. Und das ist alles wichtig, dass du jetzt erkennst, es sind Pixelmännchen, die in dir auftauchen. Und du erschaffst jetzt Menschen, und die Frage, die ich dir jetzt stelle, wenn du das anschaust, inwieweit glaubst du, dass du mit den Menschen, die du jetzt ganz bewusst aufgrund dieser flackernden Lämpchen dir ausdenkst, inwieweit brichst du noch das zweite Gebot? Ja. Inwieweit glaubst du, schau in dich rein, mach dir das bewusst. Meinst du, die sind da außen, die Baerbock und der Scholz, der Kanzler? Meinst du, die existieren auch dann da außen, wenn du nicht an sie denkst? Dann hast du nichts, absolut nichts verstanden von dem, was ich dir erkläre. Genau. Es ist hundertprozentig sicher, dass immer nur das existiert, was du jetzt denkst oder sinnlich wahrgenommen, was du jetzt anschaust oder jetzt sinnlich wahrgenommen im Allgemeinen da ist, bis hin zu deinem Körpergefühl. Jetzt soll wieder Schnippdenk an deine zwei Hände und ball die zu einer Faust. Mhm. Wo waren die jetzt die ganze Zeit? Ja. Die haben nicht existiert. Das ist das, es formt sich die Energie um, ohne dass sich die Energie, ohne dass sich der Geist verändert. Darum fühlst du dich auch nicht älter. Du kannst dich alt fühlen, solange du wieder an deinen Körper denkst. Und jetzt kommt hier einfach ein Liedtext. Da gehe ich auch nicht drauf rein. Da ist jetzt Rammstein, Rammstein. Das ist eben dieses Atombombenlager, wo angeblich die Atombomben weg sind. Die Frage stellt sich nicht. Nochmal. Du wirst irgendwann einmal merken, dass sobald du dir jetzt was denkst, erschaffst du was in dir. Mhm. Ob das jetzt irgendwelche Welten sind, das gilt für die ganze Welt. Wieso meinst du, dass das Corona-Problem sich über die ganze Welt verseucht hat? Weil du dir das denkst, aber es existiert auch, die Erdkugel existiert nicht. Eine Erdkugel existiert nur, wenn du an eine Erdkugel denkst. Wenn du jetzt zum Beispiel an Paris denkst, existiert eben ja keine Erdkugel. Jetzt kommt natürlich, sobald du jetzt deine Logik in dir arbeiten lässt, deine Hirnwichsereien, ja, aber das Paris, das Frankreich ist ja ein Land auf dieser Erdkugel. Ich sage, jetzt entsteht die Erdkugel. Genau. Und keine Sekunde früher. Das ist hundertprozentig sicher. Und übrigens, das ist das Prinzip, das in allen heiligen Schriften deiner Welt beschrieben wird, wenn man die richtig übersetzt. Auf den ersten Zahlen, die ersten Verse in der Bibel beschreiben dir schon dieses Nichts, aus dem hier ein Oberhalb und ein Unterhalb entspringt. In einer sehr einfachen, aber sehr tiefen Form, wenn man dann 400 Seiten Buch aus jedem Wort macht. Und auch deine ganzen Physikbücher beschreiben dieses Prinzip. Und deine ganzen Chemiebücher, das H2O, zwei Wahrnehmungen, die um einen Nullpunkt kreisen. Ja. Und so Hydrogenium, dann kommt Helium, dann kommt Lithium, drei. Das ganze chemische Periodensystem und dieses Symbol, dieser arithmetische Symbolismus, ich habe jetzt arithmetischer Symbolismus, diese kleine Formel hier, x Quadrat mal 3 hoch minus 3, mhm. Typen 3 und drüben 3. Diese kleine Formel berechne ich dir dein komplettes wissenschaftliches, heliozentrisches Weltbild, sämtliche Planetenmassen dieses Sonnensystems, das ein Symbol ist, aber im Hintergrund ist eine Matrix. Eine Zahlenmatrix. Auch wenn ich immer sage, ich zeige dir die Naturkonstante in den Physikbüchern in ganz einfachen Versen kodiert in der Bibel. Das interessiert aber keinen Nichtgeist. Einen Computer interessiert nicht, wie er funktioniert. Ja. Und ein Trockennasenaffen funktioniert auch. Den interessiert den Trockennasenaffen als Ding an sich, den Gedanken, Mensch, den du denkst in Bezug auf Person. Und jetzt mache ich den Sprung gleich mit der Person. Das kann man jetzt wegmachen. Wie viel Zeit? Das machen wir auch weg. So, ich habe gesagt, die Spiegelung ist wichtig. Und jetzt schau dir das einmal hier an. Da oben, ich hoffe, man kann sehen, der Startpunkt ist
68, 86, 6886, 6886. Eine schöne Spiegelung. Wir wissen, 86 ist UB und die gespiegelte 68 dazu. Und genau an dieser Stelle erkläre ich hier, Bewusstsein ist Energie. Audio. Ganz kurz zuhören. Energie ist Audio, bist du selbst. Wenn ich eine Sekunde auf die 85 vorspringe, dann wirst du feststellen, das ist übrigens P. Ja. Die 85 ist hier und jetzt, das hebräische Wort für hier und jetzt, das ist auch der Mund, der göttliche Mund, der spricht. Da haben wir die 85. Das ist ein Befehl, das Ende, das Absolute, hat was mit einem Zupf zu tun, ein Zupf. Das ist der göttliche Mund, den du jetzt zuhörst, der sich öffnet. Und das ist auch das hebräische Wort für hier. Und das hier wiederum, habe ich dir gerade gesagt, die Hieroglyphe, Hiero, dieses Wort heißt göttlich. Ja. Und die Hieroglyphen sind göttliche Zeichen. Da unten haben wir es, hier im Wort Eros, ist somit auch sein eigenes, das eigene Göttliche in dir. Ich bin das Göttliche in dir, das du selbst bist, weil ich behaupte, dass ich du bin. Und versuch das bitte nicht an Gedanken von dir zu erklären, was ich ja nicht mache. Ich erkläre es jetzt den, von dem ich ein Gedanke bin, als der Udo, den du dir jetzt als Sprecher ausdenkst, der jetzt übrigens gar nicht spricht, sondern ein Lautsprecher. Du musst nur genau aufpassen, was jetzt da ist. Energie ist auch du, bist du selbst. Weil die 85 wollten wir. Okay? Da muss ich hin. Dieses Bewusstseinsenergie. Siehst du? Ich habe zwischen 85 und 86 ist nur der Sprung. Bewusstsein 86 ist Energie. Ja. Ich könnte dir jedes einzelne Video, jedes Musikvideo, wo ich reinstelle, zerlege ich dir über die Sprache im Hintergrund, hängt das alles zusammen. Was mir jetzt hier ist zum einen die zweite Person. Und ich habe gerade mit der Person, müssen wir in die Holo-Arithmetik reinfahren. Aber wir schauen zuerst einmal diese Holo-Arithmetik. Du findest die hier immer bei der großen Schrift übrigens, du kannst das Buch ja einzeln runterladen oder die große Schrift nehmen. Und da ist das Schöne, da hast du dann, das ist bei der Einzelschrift nicht der Fall, ist sogar hier Inhaltsverzeichnis mit drin, wo man reinspringen kann. Und das ist so liebevoll gestaltet, wenn du neugierig bist, dass du wirklich der Beginn schon, der göttliche Geist eines Menschen. Und du merkst jetzt schon, wie das Rot-Blau, der göttliche Geist, der Adamgeist, Mensch ist blaues Trockennasenaffe, Enosch, erwacht. In dem Moment, wenn er erkennt, dass er sich in Bezug auf sich selbst, in Bezug auf die Welt und die sich bisher selbst logisch ausgedachte hat, diese Welt, die du dir selbst logisch ausgedacht hast, mit der blauen Selbstlogik, dein Schwamminhalt, immer nur Selbstlogik getäuscht hast. Die geistige Größe, jetzt haben wir wieder Geros, E ist E-Quadrat, das sind wir zwei eines Menschen. Das ist jetzt der Ausdruck, der Gedanke an den Menschen. Der Mensch, der in Erscheinung tritt, wird nicht durch seinen weltlichen Status und sein intellektuelles Wissen bestimmt. Ich sage, es gibt 13-Jährige, die hier rein geistig jeden Universitätsprofessor oder Nobelpreisträger um Welten überlegen sind, wenn ich jetzt an meine Esther denke, wo die wirklich ein Intellekt von einer 14-Jährigen hat. Aber sie ist neugierig. Geist zeigt sich durch Neugier. Einfach nur durch Neugier. Wissen ist eh alles in dir drin. Es ist übrigens auch wichtig, wenn ich jetzt Aussagen mache, dass wir immer zwei Seiten haben. Wenn ich zum Beispiel behaupte, den Intellekt, den du zum Denken benutzt, der ist noch extrem fehlerhaft. Dieses Programm, das du zurzeit im Arbeitsspeicher hast. Aber das ist eine einseitige Aussage. Ich sage immer, Fehler fehlt was, aber in dem Arbeitsspeicherprogramm fehlt eigentlich nichts, weil das nämlich auch auf einer höheren Ebene wieder verbunden ist mit dem Internet. Das Fehlerhafte, pass auf, ich mache ein einfaches Beispiel. Zuerst einmal, in deinem Intellekt fehlt unheimlich viel Wissen. Das ist jetzt eine Aussage, die wir spiegeln können. Da muss man sich wirklich mit den Spiegelungen auseinandersetzen. Du kannst dir doch jetzt zum Beispiel einen Physikprofessor ausdenken. Und der wird in dir in Erscheinung drehen. Und dann kannst du dir den was über Physik erzählen lassen. Und du musst wissen, alles, was eine Figur in deinem Traum dir erzählt, kommt aus deinem Intellekt. Also dann ist er doch nicht fehlerhaft. Genau. Du kannst dich jetzt, wenn du träumst, ans Internet hinsetzen und jede Internetseite, die du öffnest, kommt aus dir selbst, wenn du träumst. Und du träumst jetzt, auch wenn du das noch nicht wahrhaben willst, mit allem, was dazugehört.
dann ist aber doch dein Intellekt nicht fehlerhaft, wenn er Milliarden von Internetseiten in dir öffnen kann. Das, was fehlerhaft ist, ist nicht der Intellekt als Ding an sich, sondern dass du von dem vielen Wissen, das dein Intellekt aufschmeißt, die große Masse als falsch und verkehrt definierst und nichts damit zu tun haben willst. Jegliche Form von Einseitigkeiten. Wenn du jetzt mit den Amerikanern sympathisierst und machst den Putin, die Russen so ein Feindbild, dann liegt es nicht an deinem Intellekt, weil es sind ja beide Seiten drin, weil du sehr wohl weißt, dass es Schwuppler gibt, die ja voll die Russenbefürworter sind. Verschwörungstheoretiker. Namen sind jetzt austauschbar. Wir können auch so einen Corona-Leugner und Corona-Befürworter. Wer leugnet denn Corona? Ich sage immer wieder, sobald was gedacht wird, existiert es doch. Es existiert sogar ein Gott und ein grünes Mastmännchen und ein Rumpelstützchen und ein Osterhase in dem Moment, wo ich an ihn denke. Keiner wird auf die Idee kommen, große philosophische Abhandlungen zu schreiben, ob jetzt der Osterhase existiert oder nicht existiert. Bei Gott macht man das. Ja, ja. Aber er ist doch im Prinzip dasselbe. Du weißt, Redo, als alter Holofeeling-Hase, wie oft ich in Selbstgesprächen sage, Gott ist jetzt dasselbe wie Wetter. Genau. Gott ist ein Geräusch und Wetter ist ein Geräusch. Wir können die beiden Geräusche, kann man einen Namen geben. Gott ist ein Wort und Wetter ist ein Wort. Übrigens, Wort ist doppelt aufgespannter Ort. Ja. Und da haben wir jetzt erst einmal zwei Seiten. Beim Wetter sagen wir jetzt einfach mal Sonnenschein und Regen. Und Wetter hat noch nie irgendein Mensch gesehen. Es ist eine Kollektion wie die Küche. Sobald du ein Bild hast, ist es eine Facette aus dem Ordner, den du Wetter nennst. Sonnenschein, Schnee, Regen, Graupel, Ägäm, Wüstenhitze, arktische Kälte. Und Gott ist auch ein Wort. Das ist auch ein Ordner. Bloß alle Bilder, die prinzipiell auftauchen, das ist der Ordner aller Ordner, in dem sich all das ganze Zeug befindet. Ich sage immer das Internet als Symbol. Und dass die Kleinigkeiten, dass jetzt das erste Mal auf deiner Ebene Aussagen immer einseitig sind. Aber dass sobald du dich erhebst, mein Beispiel mit der Erdkugel, ist ein tiefes ERD, ist erwecktes Wissen. 70, 200, 4, 70. ERD ist erwecktes, jetzt in Zahlen nicht. Ich erzähle dir ja etwas, ich kann da auch Zahlen dafür einsetzen. Dann ist es so, dass wenn du die Erdkugel vorstellst, wissen wir, zuerst einmal eine Seite ist hell und die andere ist dunkel, wenn wir uns das jetzt vorstellen. Aber viel wichtiger ist, ich kann mir dann auch denken, hier ist Wüstenhitze und hier ist arktische Kälte. Und da schneit es und da regnet es und da scheint die Sonne. Am selben Meer kann hier welche am Strand sitzen, sich brutzeln und hier kann der Organ sich abspielen. Aber alles gleichzeitig, wenn du den Überblick, jetzt hast du die Kollektion der Gleichzeitigkeit. Ja. Das sind so kindgerechte, einfache Metaphern. Ja. Also nochmal, die geistige Größe eines Menschen wird nicht durch seinen weltlichen Status und intellektuelles Wissen bestimmt. Und wenn du mich jetzt hörst, bist du ein Mensch. Gleichgültig, was für einen Status du hast. Ob du Politiker bist, ein Firmenchef bist, ein Chefarzt bist, ein normaler Arzt bist, du trägst eine unendliche Verantwortung und die wird sich an dir selber abstrafen, wenn du dich weiter selber hinbelügst. Du bist der Einzige, der deinen Traum mitkriegt. Und du hast es in der Hand, da ist kein strafender Gott. Ich sage immer wieder, ich habe das viel geschickter gemacht. Du hast meine göttlichen Gebote, sorge dich nicht um morgen. Sondern durch seine Demutsfähigkeit und seine absolute Liebe gegenüber alles und jedem und nicht durch Großkotzigkeit sich groß tun, ich weiß und du weißt nicht. Dann hast du nicht begriffen, dass das, was einer behauptet, der in dir auftaucht, was dir unlogisch oder verkehrt erscheint, dass der genauso recht hat mit seiner Sichtweise wie du auch. Das erfordert Demut. Darum betone ich auch, du wirst von mir nie hören, egal was einer behauptet, dass das als Einzelfragment nicht stimmt und nicht wichtig wäre, was er behauptet. Das betone ich immer wieder, das ist ein unendlich großer Schlüssel, wenn du dir das zu eigen machst. Nicht ihm sagen, das stimmt nicht und so ein Blödsinn und ich habe recht, sondern demütig sein und begreifen, der weiß was und sieht was, was ich noch nicht in der Lage bin zu akzeptieren. Ja. Erst wenn du Lesergeist bereit dazu bist, dein bisheriges, de facto jetzt ausgedachtes Leben, immer jetzt, jeder Moment ist jetzt, eine geistreiche Kritik zu unterwerfen, wirst du ein vollkommen neues Leben erleben. Ein vollkommen neues. Die Raube wird zum Schmetterling. Das Säugetier wird zu einem ewigen, bewussten Schöpfergeist mit Möglichkeiten, die sich deiner jetzigen Vorstellungskraft wirklich um geistige Welten entziehen. Fakt ist, nochmal ein Fakt, ist ein hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Und die Tat besteht darin, dass du jetzt, während du das liest, wenn du alleine bist oder jetzt die Geräusche hörst,
Es ist übrigens kein Unterschied, ob du das jetzt hörst oder ob du die Geräusche, dann spreche ich mit deiner Geistesstimme, heißt es, ich bin nur zu dir selbst. Genau. Dein jetzt ausgedachtes persönliches Leben läuft bei genauer Revision, zurückblättern, von weiten SDR-Ecken. Das ist jede Buchseite, die du aufmachst, ist eine neue Ecke, jetzt hast du mal. Stell dir das einfach mal so vor, du schaust, eine ganz simple Logik, das ist ja natürlich im Tetraeder, im dreidimensionalen, wenn es dann Blickwinkel. Ja. Läuft bei genauer Revision über weite SDR-Ecken nur zwangsläufig mechanisch gesteuert ab. Jetzt muss ich natürlich wissen, dass dieses M-Chat eine gestaltgewordene Kollektion blau ist, das hebräische Wort für Gehirn. Mhm. Wenn ich es jetzt direkt eingebe in Wörterbüchern, finde ich das nicht, da muss ich einfach schlichtweg einen Trick machen, das ist hier wird es zwar erwähnt im Chat, das ist das Gehirn, habe ich hier als Unterform. Mechanik, ganz interessant, das Ani ist ein blaues Ich, Gehirn, Gehirnschmalz. Da kommt auch nicht das englische Wort Brain her. Schau dir mal das Wort Brain an. Wir wissen, BR heißt das Äußere und Ain heißt nicht existierend. Das heißt, das Äußere, BR, ist nicht existierend. Ich kann natürlich auch Barain lesen. Dann habe ich das Erschaffen, das Schöpfen einer intellektuellen oder einer göttlichen Existenz, je nachdem, was du machst. Geistlose, gottlose Menschen, Vokale rausschmeißen, machen, das ist das Gehirn ihrer persönlichen Beschwörungen und Verfluchungen des Meeres ohne Gott. Das ist Ella. Ja. Ist exakt arithmetisch perfekt alles zu übersetzen. Wo war ich denn? Diese mechanisch Ani ist das kleine blaue Ich, das ist praktisch Ani, die schöpferische Existenz deines Intellekts, das ist der Mensch, das Konstrukt wäre und das ist deine Logik. Ja. Und diese Logik deines Gehirns, diese Gehirnlogik steuert das Ganze. Gib einfach Ani ein, Mechani, das Gehirn, Brain, da kann man noch etliche andere Sachen auch noch einsetzen, Bestand de facto jetzt ausgedacht mehr als Zwängen, Aufregungen, Ärger, Überlebensängste und befriedigende Freuden. Aber wie lange befriedigt dich irgendeine Freude? Vor allem dann noch abhängig von dem Lebensalter, in dem du dich befindest. Die Befriedigung eines 6-Jährigen ist eine ganz andere Befriedigung, die eines 16-Jährigen oder die eines 50-Jährigen. Ja. In Bezug auf viele Sachen. Viele befriedigen sich schon, wenn sie du sich stecken lassen dürfen, weil die Eltern das zulassen, dann haben sie Freude. Aber es ist ein Programm. Du hast es jetzt in der Hand, jeden von dir Geist, bewusst erlebten Moment. Du Geist erlebst, wenn du Bewusstsein bist, diesen Moment, nicht irgendein Gehirn. Als fantastisches, göttliches Wunder und himmlischen Genuss zu erleben. Das ist das Vorwort von der Hologrammatik. Und da ist jetzt hier nochmal ein Rücksprung. Ist es wert wieder in Ich bin du? Nur etwas genauer nochmal. Und dann geht eigentlich dieses Spiel los. Und dann landen wir irgendwann einmal bei dem Persönlichen, bei der eigentlichen Erklärung. Und wenn man neugierig ist, wenn man die Grundlage hat, was du feststellen, das ist spannender wie jeder Krimi. Mhm. Mir ist das sehr wichtig, dann erkläre ich hier nochmal, was rot ist. Bewusst hier und jetzt gedacht, rot ist Adam. Bei rot handelt es sich um G, GE-Quadrat würde ich jetzt schreiben. Ja. Das habe ich damals der Vereinfachung halber weggelassen. Den man denkt, ohne dabei an etwas zu denken, weil man sich Rotes wirklich nicht vorstellen kann. Man kann wissen, was es ist. Ich kann wissen, was nichts bedeutet. Das Wort nichts ist aber nicht nichts. Ja. Beispiel, was denkst du, Geist, wenn du die Worte Gott oder Geist denkst? Jetzt wird hier noch kurz diese vier Formen des W angesprochen. Blau steht für alles, was dann da ist. Bla, 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 bla. Und mir geht es eigentlich, ich wollte dann runterfahren, wenn die Personen kommen. Das beginnt bei dem Verbum. Das ist ja ein Zeitwort, habe ich auch oft darauf hingesprochen, die Verben selber, die benötigst du, dass du die Illusion von Zeit in dir erschaffst. Ja. Aber im klassischen Sinne ist es, im Hebräischen gibt es diese Zeitwörter nicht, das gibt bloß Perfekt und Imperfekt. Mhm. Und das ist sehr, sehr vereinfacht, das, was wir Verben nennen oder Zeitwörter nennen. Ich spreche jetzt zu dir, ich habe zu dir gesprochen, ich werde zu dir sprechen, ich spreche prinzipiell immer jetzt. Aber durch diese Veränderung der Zeitwörter, der Verben, erzeugst du in die Illusion, dass das in der Vergangenheit angeblich war oder in der Zukunft sein wird. Ja. Es wird aber immer jetzt gesprochen. Darum wird es hier im Hebräischen, im alten Hebräisch komplett weggelassen. Da wird immer wieder darauf hingewiesen. Also dieser Satz, um Gott sprach, es ist Licht und es war Licht, da steht ganz wortwörtlich, es ist Licht und es ist Licht. Ja.
So, und was mir jetzt wichtig ist, ist dieses Persönliche und muss mal schauen, ob wir das jetzt auf die Schnelle finden. Weil mir nämlich die Personalformen, das sind jetzt die Imperfekt, erste Person in beiden Geschlechtern, ich will hier keine hebräische Sprache lernen, das ist auch nicht nötig. Nicht im geringsten, sondern dass hier schon das moderne Hebräisch, was ich ja normal komplett weglasse, sind die Ausspracheregeln, die mache ich jetzt hier mit dazu, das erst entscheidet, wenn du das jetzt hier das zum Beispiel siehst, ob es heißt, er dödet, er wird gedödet. Ist nur eine andere Aussprache. Es bleibt sich komplett die Schriftzeichen gleich. Das ist die Masora drumherum. Das sind die Bündchen, die man drumherum macht und die Worteinteilungen. Ja. Aber was hier wichtig ist, dass prinzipiell jedes Verb dritte Person ist. Und eine dritte Person ist eigentlich schon das Problem. Und ich schaue mal, ob ich die Stelle finde. Imperfekt, die zweite männliche Person, ich müsste da reinfahren. Das wird jetzt zu weit führen. Lass dich da drauf ein. Ich beobachte jetzt, ich beobachte es rein geistig, ich bin geschlechtsneutral. Was ist Geist? Ist der Geist männlich oder weiblich? Er ist die ganze Welle. Er ist Denker und Ausgedachtes. Der Geist ist der Adam. Der träumende Geist ist die 200 Gramm rote Gnede und sobald ich mir Gnede vorstelle, ist die ja schon wieder abgetrennt von einem Hintergrund mit irgendeiner Oberfläche. Okay? Daher ist die Bezeichnung erste Person für mich selbst unzutreffend, weil eine Person, aber du wirst jetzt merken, jetzt schauen wir uns das Wort Person einmal genauer an. Ich bin keine Person. Persona heißt ja eigentlich im Lateinischen, das heißt einmal eine Maske, sondern ein beobachtender Geist. Ich bin der, der durch diese Person, durch die Maske, die ich trage, die ich jetzt mein Gesicht nenne, ausgedachterweise, durch die Augen rausschaue. In eine Welt, die da außen gar nicht ist, weil ich ja vorher Brille auf habe. Das übrigens, was ich dir jetzt erkläre, ist in diesen Worten drin. Und das wollen wir uns jetzt ganz kurz mal ein bisschen anschauen. Und zwar machen wir ganz einfach mal das Wort per. Wir bleiben jetzt nur im Lateinischen und springen ein bisschen in die Hebraisierung. Per, altindisch pari, ringsum. Peri auf Griechisch. Bezeichnet nicht bloß ein Durchgehen durch oder über den Raum oder Körper, sondern die Verbreitung und die Ausdehnung über denselben hinaus. Nein. Das heißt jetzt, pass auf, ganz abstrakt, das Peri heißt ringsum die Peripherie. Peri heißt tragen, da kann ich jetzt wieder TR argen. Tragen ist immer TR, wenn ich weiß, dass es das die Reihe ist. Denk an unseren Spiegeltunnel. Die ragen über den Mittelpunkt hinaus. Es sind aber Illusionen, die Z-Achsen, wie ich das nenne. Das heißt, dieses, du gehst durch, ist eine generierte Kollektion. Und es ist immer eine geistige E-Existenz, die sich hier und jetzt befindet. Da ist in jedem Deutsch wird es ganz, ganz genau erklärt. Schau, ich habe hier zum Beispiel mal die Sachen der Widerspruch. Doppelt aufgespannter Intellekt ist eine geöffnete Berechnung. SB, dieses raumzeitliche Wissen, ist das hebräische Wort für eine Welle, für eine Schwelle. Schau, ich mache einfach mal das, mir gibt es einmal das hebräische Wort, wenn es das jetzt nicht gibt. Aufgespannte Intellekt, rot gelesen, ist es verbunden, vereinigt in Gott. Das, was wir das Dual nennen. Du musst immer eine Polarität, ist was anderes wie eine Dualität. Da muss ich jetzt erst einmal den Pol wissen, das ist übrigens das Verb im Hebräischen. Das schreibt sich so. Das sind diese eigenartigen Verbformen, die wir im Hebräischen haben. Das Wirken, das Machen, das Handeln, das Tun. Das sind die Poal oder Poal, Pol, Wirken, Machen, Tun. Wir, und Ken ist das Fundament, F unter, Ment, Mendio, etwas überlegen und Lügen verbreiten. Da wird es genau erklärt. Und darum sage ich immer mit Wissen, ich erfordere in keinster Weise, dass du das weißt, sondern geh einfach mal mit, dass du erkennst, wie wenig du weißt. Und umso mehr du das erkennst, umso mehr du das erkennst, umso weniger wirst du mit irgendeinem um Standpunkte streiten und Genau. wirst irgendeinen einzelnen von dir aufgeschnappten Standpunkt intronisieren wollen. Okay? Vermittelst durch dich. Was jetzt aber interessant ist, dass diese Radix, und jetzt musst du immer wieder das Beste, was du machen kannst, ist hebräisieren. Zuerst die Konsonante Radix eingeben in den Gematrie-Explorer PR, und das ist jetzt erst einmal der Stier. Und der Stier, S, blau gelesen, ist das raumzeitliche Tier. Der unbewusste Menschenaffe. In dir. Als momentan gegenwärtiges Kind, Lai.
in einer Kienslage mit einem ständigen Wechsel. Merkst du, du kannst alles verknüpfen. Man sollte ja. sich als Fahr, als stolzes Stier niemals selbst zum Ochsen machen. Das ist übrigens jetzt SDIR, dieses E als Vokal rausgeschmissen. Hebraisiert heißt im Widerspruch, diesen Gerand so niederreißt. Von Augenblick zu Augenblick. Du existierst. Schau, wie schön das Deus Ibri miteinander harmonisiert. Ja. Als Person de facto immer nur dann, wenn du Geist an dich selbst denkst. Mhm. Stimmt oder stimmt? Ja. Das heißt, das Ich, das du erste Person nennst, ist nicht dieses Ich. Das wird dir in der Holoartigen Medi genau erklärt. Und dich als eine von dir selbstbestimmte Person Maske wahrnimmst. Ja. Jetzt ist natürlich interessant, dass man dieses Person, wir können jetzt die Vokale natürlich jetzt wahlweise als Vokal ein Aleph Elef reinschmeißen, dann wirst du zum Licht. Luxus. Mhm. Das Ganze hast auch ein Kopf, bin ja ein Durban. Interessant, Dur heißt ja die Reihe von polaren Existenzen. Ja. Verschönern, zieren, schmecken, preisen, rühmen, verherrlichen. Musst du jetzt nicht verstehen, aber rot gelesen, die Weisheit im Schöpferkopf, blau gelesen, das Wissen der Schöpfung, die du berechnest. Ja. Die Spiegelungen, wenn du das einmal hast, wenn das einmal in dir aufgeht, dieses ja. Verständnis, mit was für einer, es ist, du wirst sagen, die Schöpfung ist göttlich. Und dann wirst du erkennen, Krieg und Frieden, die Zerstörung, all das ganze Zeug hat einen Sinn. Du wirst lernen, deine Feinde zu lieben, mit allen einverstanden zu sein, weil die Verwandlung im Sanskrit Shiva, der Zerstörer, du musst den Säugling in dir zerstören. Du musst diesen Trockennasenaffen zerstören, dass du ein bewusster Geist werden kannst. Und solange du dich festklammerst an deinen Körper, weil du dich mit ihm verwechselst, und das kann ewig dauern. Ein Tag ist wie 1000 Jahre, wirst du nicht frei werden. Wenn wir jetzt das aber, darum will ich das ganz, ganz kurz zeigen, mit einer 70 den Vokal dazwischen schreiben, landest du dann irgendwann einmal in einer Diskrepanz. Ich sage immer wieder, die 70 und das Aleph vokalisiert oder 70 austauscht, kommst du immer von einem positiven in einen negativen Aspekt. Genau. Mein Standardbeispiel ist unser Ani, dieses blaue Ich. Das ist einfach das Ich, auch dann das Schiff, Ski, ist geschenkt von zwei Facetten. Wir brauchen immer diese zwei Seiten. Kann man auch rot machen, Schöpfer sein, der Gott oder die Schöpfung ist die Existenz von Intellekt, der Schöpfer. Der ausgedachte Computerprogramm nenne ich das immer. Und wenn ich jetzt da statt ein Aleph für 70 reinsetze, dann wirst du feststellen, kommst du in die Armut. Ja. Das funktioniert mit allen Worten, wenn du das magst, dass die 70 praktisch die Augenblicke das Ganze reduzieren. Ja. Aber was jetzt hier ist bei dem Fahr, das wenn wir auch dran machen, das ist nämlich dann die Products von dem Pharao. Ja. Wo sind wir denn? Schauen wir uns mal den ganzen Umpass auf. Die Spiegelungen der Frau, Fahrer, siehst du das bei mir, waren beim Stier. Ja. Das ist der Pharao. Sie lässt sich gehen. Das ist diese Unruhe stiften, Ausschreitungen begehen. Das sind die Könige in Ägypten, wo um Geld die gegeißelt werden. Das ist ein kapitalistisches System heutzutage. Ja. Die gehen doch über Leichen. Schau dir die neuesten Sachen an über deine Bundestagsabgeordnete. Wie viele Sitzplätze, wie viele hochdotierte Posten, die sich will. Das Einzige, was sie können, ist selber für sich selber Geld ausgeben. Das ist natürlich Cut. Jetzt kommt das Große. Du musst jeden Moment wissen, das denke ich jetzt. Ja. Kann ich einen Gedanken, einen Menschen, den ich denke, vorwerfen, dass er so ist, wie ich ihn jetzt denke? Dieses, ich nehme alle Schuld auf mich, das erfordert eine absolute Bewusstheit, dass du jeden Moment dir bewusst bist, was du jetzt denkst. Selbst wenn du jetzt noch ein träumender Geist bist und dir nicht raussuchen kannst, was du denkst, das ist deine momentane Situation, ist trotzdem das, was du denkst, deshalb, weil du es denkst und genauso wie du es denkst. Ja. Ein Pinsel malt ein Bild. Das Bild kann sich nicht raussuchen, das sind Beispiele seit 20 Jahren. Ja, ja. Alles Ausgedachte ist freizusprechen. Und der Denker muss die Schuld auf sich nehmen, weil er sagt, ich denke mir das jetzt so aus. Und ich denke mir den Putin so aus und die Amerikaner denke ich mir so aus. Und die Ärzte denke ich mir so aus. Und mach nie den Fehler, dass du glaubst, dass irgendein Mensch, den du denkst, mächtiger ist wie du selber. Genau. Nicht einmal den Gott, den du dir ausdenkst, ist mächtiger wie du.
Der sagt zu dir nämlich, ich bin du. Der will nicht, dass du von mächtig oder weniger mächtig, man will eine Welle, sondern dass du begreifst, wo kommt der Begriff mächtiger und weniger mächtig her? Genau. Aus genau. einem Zentrum, wo die wirkliche Macht steckt. Ja. Das ist die Rode 8. Ja. Das ist die Kollektion. Also wir haben jetzt hier mal das lassen wir. Wir können jetzt natürlich das durchspielen, was natürlich auch ist. Und dann kommt Person. Und da weise ich jetzt darauf hin, wenn wir durch die Sprachen gehen, weil das ja alle Sprachen sind, die Sonne ist schon mal im Englischen unsere Sonne und der Sun. Dass der Sun und der Sun ja gleich ausgesprochen wird, es tauscht sich bloß das O und das U. Das ist auch die Ursache, wieso wir bei unserem WAF, hier mal unten hinschauen, wenn ich das sage, dann kann das WAF ja W, V, U, U, aber auch B sein, weil das B, wenn du nämlich anschaust, nämlich auch W, B und V ist. Darum ist das Wir, wenn ich jetzt das Wir schreibe, kann ich auch Bier schreiben. Ja, genau. Wird er ein Hebräisch, der hebräische Grammatik, nein, das darf man nicht. Ich sage, wer schreibt dir das Wort? Du darfst alles. Du hältst dich schon wieder an Regeln, wo man die eingehämmert hat. Und dann landest du zwangsläufig, Bier in mir ist eine Berechnung. Ja. In mir ist eine Rationalität. Das ist eine Unterform. Bar. Und das ist jetzt der Brunnen. Und ich sage immer wieder, der Brunnen ist ganz interessant. Das Wort Brunnen ist ja noch nicht die Wasserquelle. Ja. Das Brunnen kriegt das Wasser vom Grundwasser. Ja. Geh das Geistige rund. Und jetzt kriegen wir den Kreislauf mehr, wo ich, das ist nur symbolische Bilder. Alles deine Welt sind Märchengeschichten und in den Märchen geht es um die Bilder. Das hast du da auch etwas auseinandersetzen und erklären. Das mache ich jetzt. Ich bin ein geistiger Brunnen, der sich in sich selbst auseinandersetzt und Facetten von sich selbst etwas erklärt. Ja. Schau mal. Gott und die Welle. 33. Okay, wir haben dieselbe Spiegelung übrigens auch. Sun, Sun in der Lampe im Englischen. Lamp und Lamp. Ja. Da tauschen wir dieses eigenartig, wenn du jetzt bildlich vorstellst, das Wort Lamp, das, die Lampe und die, das Lamm. Ja. Da kippen wir doch nur das Weiche und das HDB kippen wir von oben nach unten. Ja. Auf jeden Fall dieses Zona, Zon, die Grund kommt eigentlich von Dönen schallend. Ja. Der Volldönende, du wirst merken, ich mache jetzt einen Riesensprung. Wir können jetzt ganz kurz einmal dieses Zona anschauen, dass du das noch... Das ist ein Gürtel, der Keuschheitsgürtel von Frauen. Macht im ersten Moment keinen Zahn, aber was hier wirklich ist, ein gürtelähnlicher Rand. Wir sind jetzt bei Keder. Das heißt, eine Bordüre, ein Besatz um ein Kleid, ein Erdgürtel. Du merkst, wir gehen jetzt in die Peripherie. Okay, nämlich zwei äußerste gegen die Pole zueinander. Wenn ich jetzt nur mehr bleibe, das ist, was ich gerade beim Aufspannen mache. Ja. Das, was ich dir zweidimensional mache, ist eigentlich immer eine atmende Kugel. Kugel, genau. Und da wird es jetzt sehr interessant, weil jetzt kommt es zwischen den Wendekreisen und Polarkreisen. Da haben wir unseren Poal. Das sind die Verben im Hebräischen. Die Poal, die Verben fangen an zu kreisen. Das Kreisen ist natürlich so eine Sache. Du liegst zum Beispiel als Trockennasenaffe. Wenn du ein Weibchen bist und ein Kind auf die Welt bringst, liegst du in einem Kreissaal. Und dann kriegst du Wehen. Die Wehen der Gebärden. Da kommt keiner, wenn du einen Linguisten fragst, was hat das Deutsche mit dem Hebräischen zu tun? Kommst du in eine eigenartige Radix. Das ist nämlich hier, wenn du, nein, das wird jetzt zu weit finden. Ich bin da oft drauf eingegangen. Der Rido weiß das mit dem Kreissaal, mit den Gebären, dass die Wehen, das Wehen, der kreisende Wind, der Ruch, der kreisende Ruch, Chill, oder? Chill. Und in Wehen liegen. Ja, ich wollte bloß nicht so weit aufhören, weil das ist voll im Weltlichen. Schau, wenn du jetzt zum Beispiel hast Angst und Schmerz, das ist Chill. Chi alleine ist das dann mal die Lebendigkeit. Ja. Und in dem Moment das Lebendige, das Geschlecht, das ist Chi. 18, das bin ich. Ein rotes Ich und ein blaues Ich. Ja. Atma-Schwert ist Affinität, ist der Affe. Ja. Der Affe, Kopf, ausgeschriebene Wert für 100, ist immer ein rotes Ich und ein blaues Ich. Ich kann auch sagen, das ist dann der Adam als träumender Geist und ausgedachte Figur. Ja. Pyramidenwert 26, das ist Jahwe. Verborgener Wert, unser einer Geist in der Mitte, D3, Dalet, Spiegel, Dalet, Spiegel. Vier Spiegel auf der einen Seite, vier Spiegel auf der anderen Seite. Das ist unser Tetraederkristall. Ja.
Du merkst, es schwingt da schon mit und da spielt sich dieses Qi, dieses Leben ab. Ja. Das man natürlich dann spiegeln und dann kriegst du das Ich. Ja. Das ist als hebräisches Ich Mensch oder Ich Geist. Ich flackere nicht. Das ist alles gleichzeitig da. Aber dieses Chill, jetzt kriegen wir ein lebendiges Licht. In dir ein lebendiges Licht ist das ausgedachte Licht jetzt. Ja. Kraft, Macht, Stärke, Tüchtigkeit. Wenn man jetzt da steht, noch wesentlich weniger drin, wenn man reingeht, dieses lebendige Licht und ich sage, mein kleiner Geist, du erlebst zurzeit nur dein dir tierlogisch erscheinende Geburtswehen. Und da müsstest du jetzt hier diese Worte, wenn man gesehen ist, das sind höherwertige Wörterbücher, wirst du dann merken, dass hier der Sand zum Beispiel, das Koll hast dann Sand. Ich weise immer auf die Radix AND hin, das heißt, imperfekt gelesen, ich werde ND, ich werde zu einer existierenden Öffnung, das heißt, ich werde auf und abschwingen. Ich mache mal mit den kleinen Fall so. Das ist die Raumzeit. Der Sand ist der Rand, okay, von Land, wenn du das Land als das Ufer betrachtest. Ja. Der Menschenstund steht mit einem Bein im Meer, mit dem anderen Bein steht er auf dem Land. La ND, auseinandergeschmissene existierende Öffnung. Und das ist in der Regel, der Strand ist aus Sand, der Rand und das ist das Land. Und da haben wir immer unser AND, das ist dieses Auf- und Abschwingen. Ja. Auf jeden Fall hier diese Person, wir bleiben bei den Personen, ja. Du merkst, jedes Wort lässt uns was anders machen. Die Sona. Und da kommst du jetzt in der Person, der Sohn, der Sand, die Sonne. Was hat es mit Volltönen zu tun? Weil dieses Bassonare heißt eigentlich hindurchtönen. Genau. Persono heißt tönen, erschallen, erklingen, rauschen, brausen, krachen, dröhnen, klöschen, schwistern, ziehen und so weiter und so weiter und so weiter. Ein Widerhallen, das ist, wenn du in einen Spiegel reinschaust, sind das alles Widerhallungen. Das ist die Halle, ja, die du hast um dich herum. Denk immer an dieses, an den Komplex eines Spiegeltetraeders. Wir haben vier Spiegel um uns herum und du stellst in die Mitte ein kleines Licht und du bist das Licht und du schaust um dich herum, siehst du um dich herum lauter Lichter, ja, die aber alle in dir drin sind. Ja. Weil mir die vier Spiegeln, diese 1-4er-Struktur ist eigentlich 1 durch 4. Die Vision. Ja. Das ist ein leeres Wort geklingelt. Wieso ich jetzt das so betone, da müssten wir jetzt ins Hebräische springen und pass auf, und zwar gibt es im Hebräischen eine schöne Bezeichnung, das ist auch für Lebewesen, das ist Behar. Sorry. Behaim, ja genau, Behama. Wird schön beschrieben, das heißt auch Tier und Vieh, das Lebendige. Im Brausen, im Sausen, im Schnurren, im Gurren, in ihnen. Das sind die originalen Übersetzungen. Schauen wir da mal die 52, den Ben. Wieso das jetzt so wichtig ist, da müsste man sich jetzt die Einzelteile anschauen, da muss man zuerst nämlich einmal wissen, da geht es um einen Ben, BH heißt in ihr. In ihr sind wir die Frauen in der Welt. Das sind die Tiere in der Welt. Okay, in ihr. Und das MH, wenn ich jetzt das dran denke, heißt was? Was ist in ihr? Was ist eigentlich in der Welt, die du dir ausdenkst? Schau da mal einen roten Atom und einen blauen Atom und wieder in Atbasch mit 100. Ja. Das ist, wenn du das Prinzip einmal verstanden hast, das lasse ich ja meistens weg, was du merken, dass du, wenn ich dir was erzähle, dass die Zahlen, du die ganzen Worte schon da hast, wenn du die Zahlen anschaust. Ja. Das ist wie wenn ich sage, kannst du rechnen und schreiben und du sagst ja. Da denkst du ja an nichts außer an ja. Aber hinter dem ja, hinter dieser Kollektion steckt ein unendliches Wissen. Ja. Unendlich ist jetzt relativ, bloß schon in Bezug auf das Wissen über Rechnen und Schreiben von dir selbst. Und dann sage ich wieder, lass uns doch einmal auf die Straße irgendwelche normalen Menschen über die Grammatikregeln der deutschen Sprache reden. Und jeder dieser Menschen, also gut bei den Neuern, die ja bloß noch hier Gossensprache sprechen, und es geht nicht um Dialekt, dass er die allerwenigsten die grammatikalischen Regeln von einer Sprache kennen, die sie aber grammatikalisch perfekt sprechen. Das ist so ein Satz, erinnere dich, ich habe mehrere Mal darauf hingewiesen. Wenn ein Kind in die Schule kommt, ganz normal gedacht und es ist gut erzogen, spricht es ein grammatikalisch einwandfreies Deutsch. Ja. Auch wenn es jetzt Dialekt oder was ist, darum geht es mir nicht. Ohne jemals die Grammatikregeln gelernt zu haben. Ja. Und dann kommst du in die Schule und dann lernst du die Regeln von etwas, was du eigentlich schon schlafwandlerisch beherrschst. Ja. Ich sage, das musst du erst gar nicht lernen, weil du brauchst es nicht, du kannst es ja schon.
den Arbeitsplatz speichern und nimm mal für was anderes her. Ja. Außer du willst ein Lehrer sein und willst es dann an Ausländer erklären, dann brauchst du das. Ja. Wenn der Deutsch lernen will. Okay, wichtig ist hier unser BHMA, beginnt mit einem B und wir wissen, die Vorsilbe B heißt ja in und dann kommt H im H und dieses H im H alleine, das heißt brausen, brummen, gurren, lärmen, rauschen, unruhig sein und wir landen jetzt bei dem Sonare. Sonare, genau. Das ist dieses Per Sonare heißt hindurchtönen, ja. Auch durch die Maske. Was jetzt der Witz ist, das sind das normale Gedier. Das sind dazu zählen auch die ganzen Trockennasenaffen. Trockennasenaffen, Entschuldigung. Weil die nämlich Geräusche von sich stoßen und die nicht einmal wissen, was das bedeutet. Ja. Das ist mit Worte, du meinst, du wüsstest, was ein Wort bedeutet. Wenn du ein bisschen Holofeeling spielst, wirst du merken, ein bisschen, ein ganz kleines bisschen weißt du es. Und das ist jetzt natürlich ganz interessant, dass in der Grammatik auch, und das kommt dann in der Hologrammatik, weil das wirklich ganz wunderschön erklärt, wenn man neugierig ist. Dasselbe gilt auch für die Holo-Arithmetik, wenn wir in den arithmetischen Bereich gehen. Das ist sie von Männern, die dritte Person, männlich Plural. HMH ist also die Bezeichnung für alle Geräusche der Natur und alle Lautäußerungen geistloser Tiere, die nicht wissen oder auch nicht wissen können, dass jede im bewussten Geist erzeugte Laut ist gleich normale Sprache eine Schöpferkraft ist. Ja. Verbundene Laute sind geistreiche Worte. Im Anfang war das Wort. Ich betone immer wieder, wenn du jetzt da sitzt und über was nachgrübelst, du Geist, dann sitzt natürlich kein Trockennasenaffe mehr da, außer du denkst, jetzt geht's hinter deinem Körper, dann sprichst du in dir Worte. Ja. Und du musst jetzt der werden, der das beobachtet, was du sprichst und was du aus den Worten magst. Du schaust einfach nur noch. Dann gehst du mehr in den geistigen Bereich. Ja. Und du wirst jetzt merken, normale Meditation, so wie du das in Techniken, Meditationstechniken hast, vielleicht dich noch in die Stille meditieren willst und stolz bist, wenn du sagst, jetzt habe ich 5 Stunden Satori gehabt, ich habe 5 Stunden geschlafen, ohne zu träumen, was gar nicht sein kann, weil das denkst du ja dann wieder jetzt. Gibt es auch reichlich Beispiele. Löst sich das alles in Luft auf. Die geistlos getrennt und ausgestoßen rufen laute, in magischer Weise traumhafte Schöpfungen im Individualbewusstsein eines unbewussten, vor sich hinschwatzenden Geistes hervor. Das ist, wenn du eine Zeitung liest. Ja. Das Einzige, was ist, du siehst ja in der Regel beim Lesen eines Buches nicht mal mehr den Buch oder den, der umblättert. Das läuft in einem Hintergrund ab, da sind nur noch die Vorstellungen da. Du wirst so ein Kopfkino. Ja. Das ist übrigens hundertprozentig sicher, was ich dir jetzt erzähle. Das steckt alles in diesem bisschen Wörter mit drin. Ja. Und nochmal, das ist ein Nichts von dem, was ich dir erklären könnte. Ja. Und das Einzige, was ich mir wünsche, dass du neugierig wirst. Du wirst dann übrigens auch, wenn wir in das Äon reinfahren, da hast du nämlich dasselbe in Äon. Mal schauen. Ajo. Das Äon ist die Zeit, die Lebenszeit, das Leben. Das griechische Wort, die Äonen, als wenn es dann mehrere Leben gibt. Äon ist eigentlich auch die Ewigkeit. Ja. Es gibt nicht mehrere Ewigkeiten, es gibt eine Ewigkeit. Das ist unsere Bibliothek mit den vielen Bücherregalen, mit den vielen Büchern. Die Ewigkeit ist nicht etwas, was sich von der Vergangenheit in die Zukunft ausdehnt, sondern das ist das ewige Hier und Jetzt. Und alles, was in dem Jetzt auftaucht, taucht jetzt auf. Das ist dann schon auseinandergedacht. So wie ich mir eine Bibliothek jetzt vor mich aufspanne, mit vielen Büchern, mit vielen Zeiten, aber die sind doch alle jetzt. Und wenn ich zum Lesen anfange, wie lange brauche ich, um ein Bücherregal mit 1000 Büchern zu lesen? Ja, so und so viel Jahre. Alles nur jetzt. Jeder Gedanke ist jetzt. Das ist so simpel. Aber jetzt pass auf, was da drin steckt, wenn wir das wieder anschauen. Wir beginnen zuerst einmal mit AI, der Schöpfergott. Ein Ausruf der Verwunderung. Schau, da haben wir wieder unsere Schlangenlinie drüber. Ja. Des Staunen, des Schmerzes. Schmerz ist übrigens nichts Negatives. Ich sage immer wieder, was passiert, wenn ich aus die Gestaltwerdung aus dem Schmerz rausschmeiß? Ja. Dann gibt es den Schatz. Genau. Okay, dann kriegst du, wenn man dann einen Wunschpartikel, Ei, Dorisch, wir machen mal gleich AO. Jetzt machen wir ein Omega hinten dran. Das ist ja wie ein, siehst du, das sieht schon aus wie ein Shin. Ja. Jetzt haben wir schon wieder das W und das Shin in einem gewissen Maß mit den ganzen Umformungen. Das sind alles verschiedene Perspektiven, die du bisher nicht gedacht hast. Das ist der Aish. Dieses AO, richtig? Ja. Das Aish, das ist der Mann. Ja. Das ist imperfekt.
Hören, wahrnehmen, bemerken, fühlen, etwas fühlen, einen Schlag fühlen, einen Takt, T-Akt, Tick-Tack, Tick-Tick-Tack, Tick-Tack. Schau dir das an. Tick. Mitte. In der Mitte. Tack. Dein Wachraum. Ich mache mal der TA. Wachraum. Die Nische, die Logik, die Kleinigkeit ist, was du jetzt ausdenkst. Ja. Wenn ich nur so mache, deine erscheinende Schöpfung. Ja. Dick in der Mitte. Tack, tick, tack, tick, tack. Das ist das Urphänomen. Der Wurzel. Zwei Seiten, plus minus. Das ist das Problem in der Physik, was ihr weglasst. Ja. So, das Wahrnehmen, das Bemerken, das ist hier auch ein schöner Satz. Höre auf, AUB, auf den Schöpfer B. Das hast du heute deinem Vater. Du hörst immer mich, egal was du denkst, es kommt aus mir. Ich bin der, der dich das denken lässt, der dir deine Logik gibt. Das heißt dazu hin, in gewissem Maß, dass dieses IO ist der reine Zustand des Denkens, des Empfindens, die Äonen, die aus dir selbst entspringen. Das ewige, lebendige, die Ewigkeit erzeugen, das Ewe, Ewe, nochmal Ewe heißt Ehe. Die Ewigkeit zwischen Mann und Frau, zwischen Denker, eine ewige Ehe zwischen einem Adam und seinen Gedanken und seiner Frau. Das und jetzt kann man hier in dieses Ei-Ra. Ja. Siehst du? Ja. Jetzt kommst du in die Schwebe, die Schwebe. Wir waren doch gerade bei unserem Kind, bei unserer Waage. Ja. Wiege, Waage, Wiege. Ja. Schwa-Ebene. Eine Maschine, um Körperschweben zu erhalten, Schwebende. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Ich sage, in den ersten paar Sätzen in der Tora ist ganz extrem gezippt, komplett die ganze Schöpfungsgeschichte drin. Jetzt fängt diese Logik an zu weben. Ist doppelt aufgespannte, plus 5, minus 5 ist aber eben. Darum ist dieses logische, doppelt aufgespannte Schwa ist ein Nichts. Genau. Ich wünsche mir nur, dass du ahnst, um was es hier geht, aber dieses Nichts, diese Nichtigkeit ist auch Trug und Unheil in dem Moment, wo du immer bloß eine Seite anschaust. Ja. Schauen wir mal, das lassen wir jetzt, glaube ich, mit der Sprache Person. Du merkst, es geht mir darum, dass du weißt, es ist alles perfekt. Perfekt. Es fällt noch so unendlich viel, was dir eigentlich gar nicht fällt, weil es ist ja in dir drin. Dir fehlt das, was du dir ausdenkst, solange du glaubst, das ist unabhängig von dir da außen oder in der Vergangenheit, auch wenn du nicht dran denkst, dann fehlt es in dir. Es ist aber trotzdem in dir drin, weil es muss deine Information sein, um es wahrnehmen zu können. Und es ist auch deine Information, wenn du es nicht wahrnimmst. Das ist wie am Computer. Kannst du nur das wahrnehmen, was auf dem Monitor auftaucht oder die Geräusche, die aus dem Lautsprecher rauskommen. Aber es ist auch dann in deinem Computer, wenn er Verbindung hat mit dem Internet, alles. Genau. Wenn es nicht auftaucht, dann ist es aber in dieser Einheit. Okay? Ja. Und wenn du mit dem Ansatz jetzt reingehst, dann wirst du merken, da geht es jetzt nämlich weiter mit dem Dudo. Pass auf. Dieses Bewusstseinsenergie ist auch du, bist du selbst. Ja. Mhm. Okay? Interessant. Ich fahre jetzt noch ganz, ganz kurz, pass auf, ein bisschen rein. Und das ist eigentlich die. Und jetzt bringt ja den Enzel mit Dudo, wo wir dann feststellen, dass dieses Dudo kommt von Dudo. Und dieses Dudo, das sind die zwei Wörter, ist zum einen ja, ich bin du und du bist ich. Ja. Das ist in dem vorhergehenden Selbstgespräch. Dieses Du und dann kommt das Do, was natürlich auch im, wenn wir das jetzt hebraisieren, das habe ich da nicht angesprochen, das ist das klassische Do. Wissen. Das ist die Erkenntnis und das Wissen. Mhm. Ich bin mein eigenes Wissen, kann ich das übersetzen. Mhm. Wir können natürlich auch das Ganze des Dogma lesen. Mhm. Du wirst jetzt dann gleich merken, wenn wir runterkommen. Da haben wir wieder unser Sinn mit der Schlangenlinie drüber. Mhm. Das heißt dann dieses Reichen, ich reiche dir mein Wissen, hinreichen, darreichen, übergebe, gebe reichlich, wofür das Ganze auf dem Weg, bla bla bla. Und dann landest du irgendwann einmal unten beim Geber. Ja. Jetzt ist aber der Geber diese kleine Radix. Das ist der männliche Geist. Ja. Der Engel Gabriel, da bin ich oft drauf eingegangen. Ja. Die männliche Potenz, das ist praktisch der Begatter. Ja. Der Engel Gabriel, der die Elisheba
schwängert, das war der Johannes der Täufer, der die Maria schwängert, das war dann der Jesus. Mann begann er übermächtig sein, vorherrschen und ausrichten, die männliche Potenz, das ist der Gabriel, der Geber. Man kann das natürlich dann auch blau machen. Dann ist es dein Gehirn, Polar außerhalb berechnet, aber dann immer ganz bewusst Polar berechnet. Und du merkst, es steckt in den Worten überall, über alle Sprachen verstreut, steckt es drin. Im üblen Sinne jemand etwas bescheren, ein Brock. Anheimgehen. Aber da ist das Hayom, das Meer, der Geist ist eben. Du musst immer, ganz definitiv, im Meer, wenn du weißt, es gibt nichts, was du bisher negativ definiert hättest, was man nicht auch positiv definieren kann und umgekehrt. Ja. Was ist jetzt besser, ein Lottogewinn, ein Sechser im Lotto oder eine Krebsdiagnose, du hast bloß noch 4 Wochen zu leben als Affe? Dann schreist du, juhu, endlich komme ich raus aus dem Gefängnis. Genau. Da müsste ich aber wissen, dass es einen danach gibt. Aber ein Danach nicht chronologisch in der Zukunft, sondern ein Danach in einer Form von einer höheren Bewusstseinsebene. Ja. Was ist jetzt besser, Krieg oder Frieden? Wie oft, ich mache mal das uns zurück, wie oft in wie vielen Selbstgesprächen kommt diese Sache, was ist besser, Sonnenschein oder Regen? Frag mal den Bauern. Und der wird dich anschauen und wird sagen hier, was ist das für eine blöde Frage? Ich brauche für die Lebendigkeit, für das Wachstum beides. Genau. Und jetzt Sätze, du hast diese Sätze nicht verstanden. Auch ein Redo muss ich eingestehen, wenn du Selbstbewusstsein hast, in deinem Alltagsbewusstsein ist immer noch eine extreme überwiegende Befürwortung einer Seite. Du, was ist jetzt besser, Krieg oder Frieden? Frieden heißt die Frucht des Paradieses. Ja. Jetzt wollte ich den Krieg noch schauen, aber das lasse ich jetzt, weil der Krieg alleine... Müssten wir fast noch mal hören, dann können wir zuerst einmal schon anfangen, dass man den Krieg, kann man ja vorne mit einem Kopf schreiben. Ja. Wir können das mit einem K und einem Kopf schreiben. Das ist gerade diese vielen Möglichkeiten, sind nur Perspektiven. Und da ist jetzt dieselbe Frage: Was ist besser, die Neuerschaffung oder die Zerstörung? Oder das Aufrechterhalten von dem, was ist? Das Aufrechterhalten von dem, was ist, ist Gleichstand. Stillstand ist jegliche Art von Entwicklung tot. Wenn du dich weiterentwickeln willst, musst du anfangen, wach sehen. Jetzt kann ich wachsen, ist aber eine Transversal, eine Vertikale, nochmal diese Transversal, Licht ist eine Transversalschwingung. Ja. Und Transversal ist Vertikal und Fördere ist Drehen. Ja. Der Versus. Ja. Und das ist eigentlich hier, das heißt, es taucht jetzt auf und es verschwindet jetzt. Das heißt, ich kann ja nur was Neues als wacher Geist sehen, wenn ich die bestehende Information jetzt zerstöre. Und jetzt variiere ich, weil ich keine neue Logik zulasse, immer wieder dieselben Situationen. Drum war diese Sache 1945, jetzt verstehe ich die Symbolik. Ich rede nicht von einer Vergangenheit, wo was war, mit den Baradude-Schriften. Da sind wir so oft drauf eingegangen. Das ist rein in der Märchengeschichte deiner jetzt ausgedachten Vergangenheit, wurden zwei Länder platt gemacht. Nämlich Deutschland und Japan. 1945, das ist der Bauer, hat ein Feld komplett, schau dir die Bilder jetzt, die man aufgrund von Pixelmännchen, denken wir uns wieder eine Welt da außen an, schau dir Berlin, Nürnberg, schau dir diese Städte an, Hiroshima, Nagasaki wollen wir gar nicht reden. Die wurden platt gemacht, das heißt, ein Feld wurde umgegraben. Das führt dich dann übrigens zu Ad. Tja, Spaten. Das ist der Spaten, das Umgraben, Schaufel. Dieses Umgraben, das Innerste wurde nach außen geholt, das Rechte nach links gekehrt, das Linke nach rechts. Wieso gräbt man einen Acker um? Schlicht Ack, übrigens das hebräische Wort Ack heißt auch eben jetzt. Eben jetzt und hier. Und nur und bloß, flackernd, weil sich das immer wieder umgräbt. Wenn wir jetzt da reingehen. Dann wächst es besser. Und jetzt spring doch einfach nur 6, 7 Jahre später. 50, 55, 56. Ja. Und dann schau, was ist mit Deutschland passiert. Die waren platt. Was ist mit Japan passiert? Wirtschaftswachstum. Ja. Was ist jetzt? Jetzt machen sie denselben Fehler. Habt ihr denn nichts gelernt von eurer Vergangenheit? Die Kriegstreiber, schau dir einfach jetzt diese Videos an vom Bundestag. Und ich sage nochmal, die Menschen, die du dir jetzt denkst, die du Politiker nennst, sind die vollkommene Demonstration von Geistlosigkeit. Jetzt können wir uns natürlich denken, die sind ja alle geschmiert.
Jetzt könnte ich dir Videos einzeigen, wie die sich ihre Diäten hochfahren. Das ist das Einzige, was sie kennen, dafür was eigentlich. Und das sind Zivilversorger bis zum es geht nicht mehr. Wehrdienstverweigerer, Studienabbrecher, gefälschte Doktortitel, die ganze Palette, das Einzige, die können gut aufsprechen. Was ja noch viel schlimmer ist, wie schlimm muss das Volk sein, das solche Menschen wählt. Das sind jetzt unsere Gedanken. Keine Schuldzuweisung. Du musst über das Bewusstsein verfügen, dass du vollkommen wertfrei beobachtest, was du denkst. Und gleichgültig, wer du jetzt bist. Und es ist natürlich, du hast schlechte Karten, wenn du zu Arzt bist und das Spiel mitgespielt hast. Hast du aber nicht, weil ich sage, du kannst die Nicht Reißleine ziehen. aussuchen. Es erfordert aber Mut und dann wirst du merken, wie dein Ego sich wehrt. Der Souffleur, der große Souffleur. Das ist die Abraham-Geschichte. Schlachte deinen Sohn. Du bist dein eigener Sohn, wenn du an dich denkst. Du bist deine eigene polare Existenz. Du bist der Adam, der jetzt ausgedachte träumende Geist, der träumt. Du bist der, der sich den träumenden Geist ausdenkt, den er ich nennt. Und diese große Erkenntnis, um wir so oft darauf eingegangen sind. Bist du bereit, alles, was du bisher geglaubt hast, zu opfern für was Neues? Du musst nichts tun. Das ist eine innere Einstimmung, indem du in einen Frieden kommst, dieses Vater, dein Wille geschehe, mach mit mir, was du willst. Diesbezüglich spielst du deine Rolle ganz normal weiter. Ich sage das immer und immer wieder, wie ein Schauspieler auf der Bühne. Du kannst auch deinen Charakter weiterspielen. Was aber dann eine gewisse Zeit lang nicht mehr funktionieren wird, wenn du einen sehr üblen Charakter hast. Darum sind auch die meisten üblen Charakter kein Geist, sondern bloß reine KIs. Das ist, ich sage immer nur, ich kann nur mit einem Geistesfunken reden und wo man Geist, eine Maske mit einem Geist dahinter haben. Und das ist die schöne Metapher jetzt mit den Videospielen im Multiplayer-Modus, wo du auf viele verschiedene Antagonisten triffst und du dann immer bei Autorennen eine Anzeige kriegst, ob in diesem Automatismus, in dem Automobil, in dem Selbstbewegler, jetzt ausgedachterweise irgendwo ein Mensch mit einem Joystick sitzt oder ob das wirklich nur eine computergesteuert generierte KI ist. Wobei der Mensch mit dem Joystick in der Hand ja auch nur eine KI ist. Ja. Das ist halt dann ein Intellekt. Aber selbst das, was du irgendwann einmal abkanzeln müssen, du tust dich einfach, wenn du sagst, du fährst ein Singleplayer. Ich bin der einzige Geist in dem Traum. Weil die, die du dir jetzt denkst, was die erleben, sind schon wieder deine Gedanken. Ja. Und da geht es nicht, wenn du das Prinzip kennst, mit hier, mit der Abraham-Geschichte, was du tun musst. Es wird kein Wunder passieren, wenn du nicht wirklich zustecken würdest. Ja. Ich betone das. Das heißt, da gibt es kein Zurück. Entweder hast du den tiefsten inneren Schwur, fordere dein Wille geschehe und der geschieht, mein Wille geschieht mit der totalen Veränderung in dem Augenblick. Und glaub mir, jetzt rede ich als Brüsseluder zu dir, ich weiß als Einzige in deiner Welt, wovon ich spreche. Weil ich mit Sicherheit der Einzige bin, der von sich behauptet, mich, ich existiere jetzt als Affe, nur deshalb, weil du mich ausdenkst. Ja. Du bist tausendmal mächtiger wie dieser Udo, den du dir ausdenkst. Der wird so sein, wie du in dir denkst. Ich sage jetzt wieder, ich bin bloß ein Spiegel von dem Brüssel, der du zu sein glaubst. Die Einstellung, die du gegenüber dem Udo hast, sagt mehr über dich selber aus, ob du demütig bist, ob du hilfsbereit bist, ob du dir für andere den Arsch aufreißt, bis dir Blut aus dem Hals rausläuft. Aber nicht für die Figuren, sondern für den Geist, der uns ausdenkt. Das ist, dann arbeitest du für Gott. Für dich selbst. Und es erfordert Mut, Demut. Demut ist der höchste Mut, den gibt, weil einen demütigen Menschen kann nicht zu niemandem demütigen. Und einer, der sich beleidigt fühlt, wenn ich zu dir Arschloch sage oder Schwätzer sage, das ist kein demütiger Mensch. Das ist ein arroganter Arsch, der sich auf was einbildet, was es nicht wert ist, dass man sich drauf was einbildet. Du musst dir nichts einbilden, irgendwas geistlos nachzuäffen. Der Computer muss sich nicht einbilden, aber so und so viel Dateien auf seinen Arbeitsspeicher hat, weil er kriegt das gar nicht mit. Die Menschen kriegen das nicht mit. Du kriegst es mit, dass sich einer aufregt. Du kriegst auch mit, wenn du dich selber aufregst. Du kriegst es auch mit, wenn du dich selber beleidigst fühlst und wenn andere beleidigt sich fühlen. Aber die Figuren in einem Raum kriegen das nie mit. Darum ist das Mitleiden, das Sympathisieren, wenn ich immer betone, hör auf, mit irgendjemandem mitzuleiden. Wenn du jetzt dieses Video in diesem Update unten anstehen von unserer Außenministerin, über die Waffenlieferung, wir stehen der Ukraine bei und jetzt kommt ganz zum Abschluss was ganz was Wichtiges. Das sollte dir eigentlich das eigene Maul stopfen, wenn du jetzt diesen ganzen Trailer von Friedensbewegung mitmachst. Wieso hetzt dir eigentlich alle auf den bösen Putin? Selbst viele sagen, gut,
Wenn du jetzt Schweiz zum Beispiel gehst, die etwas neutraler sind, zeig mir bitte, ich habe im letzten Selbstgespräch darauf hingewiesen, in deiner Traumwelt, ein Beweis, wenn du mir ein Schriftstück oder irgendwas gibst, das beweist gar nichts. Das wird so sein, wie du glaubst, du bestimmst auch, ob es stimmt oder nicht stimmt, aber ich gehe jetzt einmal ganz weit. Zeig mir bitte irgendein Schriftstück, einen Beweis, wo dieser Putin oder Russland seit 1945 in irgendeiner Art und Weise, oder ich sage seit 1970, in irgendeiner Art und Weise aggressiv in irgendeiner Front gegenüber Europa oder Deutschland war. Auch nur ansatzweise Drohungen ausgestoßen hätte, auch im Kalten Krieg. Nur gegenüber der NATO und Amerika. Russland war noch niemals auch nur ansatzweise ein Feind von Europa. Und selbst nach dem Fall der Mauer, diese Ukraine, dieses Land, dieses Grenzland, Polen, Russland ist nicht vorgetreten und hat in irgendeiner Form, zeig mir bitte irgendwelche Zeitungsberichte, wo Russland in irgendeiner Art und Weise, da war Polen, der Polenaufstand, da ist immer was anders gegangen. Da müsstest du dich ein bisschen tiefer mit einer alten Politik auseinandersetzen, mit diesen Märchengeschichten. Russland hat doch nie ansatzweise eine Drohung dargestellt für Deutschland. Nein. Und wenn du jetzt die andere Seite dir mal, die anderen Seiten, die du ja vielleicht leugnest, dann wirst du feststellen, dass wirklich der einzige Aggressor ist Amerika und die NATO. Die immer noch mal eins vor, ich weiß nicht, wie oft die Versprechungen gebrochen haben, nochmal Waffenlieferungen, nochmal Waffenlieferungen, nochmal Waffenlieferungen. Russland war komplett immer passiv. Bitte schau, such, recherchiere in deinem Internet, hol aus dir irgendeine Datei, wo Russland gedroht hätte. Und dann hör dir jetzt nochmal diese zwei Reden von der Baerbock an und mit den Aufrüsten in Deutschland. Ja. Vielleicht wirst du dann ein bisschen wach und dann kippst du um. Und ich sage jetzt auch nicht, dass Russland gut ist. Wir sind wieder in den zwei Seiten. Für wichtig es wäre, ist das Holofeeling ist ganz anders. Es geht bei Holofeeling nicht um irgendetwas, um Länder, um Politiker oder um Menschen, die du dir ausdenkst. Ja. Ich sage, die Menschen, die du dir ausdenkst, gehen mir am Arsch vorbei. Jetzt mach einmal rein in diese Symbolik, du träumst jetzt. Du weißt nicht, dass du träumst und da ist jetzt ein Geist, der wird dich wach machen. Und wenn du wach wirst, bist du in einer komplett anderen Welt. Interessiere mich dann die Figuren, die du träumst, mir ist doch klar, wenn du wach wirst, dann fallen die immer in dich rein. Genau. Dann ist das ganze Leid, das Mitleid, dieses ganze Geschwaf im Hintergrund, geht es denn nicht alle nur um meinen eigenen Arsch und Geld, wenn du feststellst. Ja. Da ist Russland eine Ausnahme erscheinen. Gut, die Oligarchen. Gut, kannst du alles reden, darum geht es gar nicht. Das Rand Russland, Putin selbst, auch der Einmarsch in die Ukraine. Die Oligarchen hast du in Russland, in der Ukraine noch fast schlimmer gehabt, wie die, die das Beut ausgebeutet haben, wo ihr jetzt alle retten wollt und Geld reinschiebt, in denen die ihr Land ausgebeutet haben. Mhm. Du bist blind für die anderen Zeiten. Jetzt sind wir wieder beim Thema. Mhm. Die anderen Zeiten kommen aber auch aus deinem Intellekt. Mhm. Du willst die bloß nicht wahrhaben. Darum sage ich, dein Intellekt, wenn ich sage, der ist fehlerhaft, ist das eigentlich eine unvollkommene Aussage. Mhm. Die Fehlerhaftigkeit ist nicht, dass dein Intellekt es nicht hergibt, dass du es denken könntest. Du willst es nicht denken. Ja. Du willst es nicht wahrhaben. Du willst nicht das wahrhaben. Kat, was ist jetzt eigentlich die ganze Zeit da? Was war jetzt da? In der Vergangenheit war gar nichts da. Es war ein Flackern von Worten. Russland, Putin, NATO, Amerika. Es waren einfach nur Worte. Auf wie viel Selbstgesprächen rede, habe ich drauf, jetzt stell dir mal vor, dein normales Denksystem, du wärst ein Computer und du würdest bloß Portugiesisch sprechen. Ja. Kann total nicht lesen. Dann wäre das nur, da wäre nichts passiert in dir. Ja. Was heißt das? Es passiert in dir, was war in dir, ein Reizauslöser auftaucht, wo du darauf reagierst. Ja. Wenn du Geräusche hast, dann reagierst du nicht, dann machst du das wieder weg, weil es dich langweilt. Ja. Ist eine Reaktion auf etwas, wo du sagst, verstehe ich nicht, ja. Und dann machst du es weg, weil was soll ich mir das Geschwafel anhören, das sind ja nur Geräusche. Genau. Aber sobald aus den Geräuschen Vorstellungen werden, die du ja erschaffst, ja. Du erschaffst aus den Geräuschen Bindestrich Worten Vorstellungen. Mhm. Und das erzeugt dann Bilder. Beilet er, hebraisiert, im Kind erweckt. Ja. Es ist immer im Kind, das Bild ist im Kind. Nicht irgendwo da außen, woanders. Es ist deine Information. Es ist nur, nur ein flackerndes Licht. Nur deine Information. Nicht die Information von irgendjemandem, den du dir ausdenkst. Weil Gedanken von dir das nicht mitkriegen. Das ist die Hand, die ich dir reiche. Ich glaube, ich lasse mir es gut sein. Super. Es ist gut. Miotov. Miotov. Du wisst es.
Und ich kann nur neugierig machen. Und nochmal, egal was du jetzt bist oder was du magst, du hörst mich jetzt sprechen und du hast den Joker jetzt in der Hand. Und es geht nicht, deine Welt wird nicht besser, wenn du versuchst, es anderen beizubringen. Du wirst aber nimmer müde, wenn du merkst, dass da auch einer interessiert ist, dann ist es nämlich, da ist einer, der denkt uns zwei aus. Das ist eine ja, ganz interessante Sache. Da ist jetzt einer, der denkt uns drei aus. Wieso uns drei? Ja, du denkst dir doch jetzt den Redo aus, du denkst dich selbst aus, vom Computer sitzend. Für dich der Realste bist momentan du selbst, wenn du an dich denkst. Aber der, der sich jetzt den Redo, den Udo und sich selbst ausdenkt als Person, Namen sind jetzt austauschbar. Ja. Er kann jetzt glauben, dass er der Redo ist, der kann glauben, dass er der Udo ist und der kann glauben, dass er der ist, an den du jetzt denkst, wenn du an dich denkst. Ja. Und dann wirst du feststellen, dass die anderen zwei, wo du sagst, das bin nicht ich, die werden jetzt das erleben, was du glaubst. Du wirst jetzt glauben, das hört der Redo und der Udo hören das jetzt auch. Das ist ja totaler Blödsinn, das hörst bloß du. Du hörst es und die anderen zwei sind Gedanken. Die Gedanken bringen es nicht mit. Und das sind jetzt schon Figuren, Antagonisten in deinem Traum. Wie du selbst der Protagonist bist mit dem Joystick in der Hand, weil du alles bestimmst. Ja. Das sind ganz einfache Sätze, ganz einfaches Deutsch, wo jeder 13-Jährige eigentlich verstehen kann. Und das ist der erste neue Ansatz. Und den Rest mache ich in dir. Und das wird jetzt passieren. Und das passiert, wenn du zuerst einmal begreifst, dass in der Zukunft nichts passieren wird. Das heißt also, du kannst jetzt durchaus einen Krieg in dir verwirklichen. Ich habe das darauf hingewiesen, nicht Gott ist dran schuld, nicht Putin oder die deutschen Politiker oder die Waffenlieferungen. Du bist dran schuld, wenn du nicht loslässt und dich immer mehr reinsteigerst, du immer wieder, wenn die Seiten sind, wenn du eine Zeitung durchblätterst, dieses klassische Spiel, so überfliegst, jetzt meine Metapher, da außen sind die einzelnen Bilder, wo du dich hinfokussierst, dann wirst du feststellen, wenn du zurückblätterst, dass du so viele Kleinanzeigen und solche waren, die du beim ersten Mal durchblättern, würdest du schwören, die waren nicht da, die haben existiert, aber mit Lichtgeschwindigkeit. Du hast nicht, ich sage mit Lichtgeschwindigkeit, denkst du, denkst was? Jetzt? Und es wird jetzt zerstört. Und alles, was du jetzt in einer ausgedachten, am Leben erhältst, mit Wiederholungen, resonierst du entweder mit positiv oder mit negativ. Ja. Und alles, was dir vollkommen gleichgültig ist, wenn das auftaucht, ist es schon wieder weg. Wenn es weg ist, weil du registrierst es nicht, weil es nur für einen Moment im wahrsten Sinne des Wortes in einem absoluten Jetzt-Moment da ist. Aber der absolute Jetzt-Moment ist das, wo alles gleichzeitig da ist. Ja. Das, was du raushebst, spannst du auf und machst deine Einseitigkeit raus. Ja. Wenn man das Prinzip einmal verstanden hat, und dann wirst du feststellen, dass das ewig dauern kann. Der dritte Weltkrieg, der kann 50 Jahre dauern, wenn du willst, wenn du nicht loslässt. Bis ich vielleicht nach 1000 Jahren in die Notbremse ziehe und dich auf Null setze und dich nochmal von vorne anfangen lasse. Das ist auch bei dem, ist Hopfen und Malz verloren. Oder du verlagerst dein Interesse. Das ist die allerbeste Ablenkung, wenn der Redo in sein Dennach reingeht und sein Gematrie-Explorer erweitert, ist das komplett weg. Und dann zieht es dich dann doch immer wieder in die Medien und nochmal schauen, was da außen los ist. Das ist, da muss man in das selbst beobachten. Jetzt ist ganz wichtig, sei kein blindes Arschloch. Na klar. Was ich damit meine, ist, wenn du das merkst, neigt man nämlich dazu, oh Scheiße, jetzt denke ich wieder an den Kack, ich will das nicht mehr denken. Jetzt hast du ein Feindbild. Ja. Jeder Beobachter, der mit irgendwas nicht einverstanden ist, ist ein blindes Arschloch. Auch wenn man erkennt, Mensch, ich wiederhole das ja laufend, ich habe ja doch mittlerweile begriffen, das ist ja nur, weil ich es laufend noch resoniere. Ich will das nicht mehr denken. Ja. Damit denkst du es. Ja. Solange du Feindbilder bekämpfst, denkst du an das, was du nicht haben willst. Solange du was nicht haben willst, denkst du das, was du nicht haben willst. Die Sachen, die dir vollkommen gleichgültig werden, wo du überhaupt nicht mehr resonierst, zum Beispiel der größte Tipp, den ich dir sage, wenn dir vollkommen gleichgültig wird, dich am Leben halt zu halten. Ist, du kommst da nicht weg, wenn du jetzt unbedingt weg willst. Selbstmord und so nützt dir überhaupt nichts, glaub es mir. Nein. Du wirst bloß wieder wach und sagst, du Scheiße, hab ich an Scheiß getan. Die Gleichgültigkeit verändert die Sachen und hebt dich auf die höhere Ebene. Und um gleichgültig zu sein, brauchst du kein intellektuelles Wissen. Ganz im Gegenteil, das steht dir mehr im Weg. Genau. Das ist mein Tipp, den ich dir jetzt gebe als Schöpfer dieser Matrix, in der du dich befindest als Blödsinn. Aber genau genommen, einseitige Aussage, die sich in dir befindet. Die zwei Seiten. Lass mal es gut sein, Rino. Super. Passt. Danke. Habt ihr jetzt vorbereitet? Bis gleich. Und Bis Batch. Gleich.